LKW, Gabelstapler, Sackkarre. Längst ist Logistik so viel mehr. Blicken Sie in die Zukunft. Lernen Sie, was Logistik leistet und leisten wird. Herzlich willkommen zum TDL, dem Tag der Logistikimmobilie 2020. Unsere Gäste heute unter anderem Staatssekretär Steffen Bilger aus dem BMVI und die MdBs Cem Özdemir und Oliver Luksic. Ihre Moderatorin Alexandra May. Logistikimmobilien spielen seit einigen Jahren auf dem deutschen Logistikmarkt eine sehr große Rolle. Es gilt als gesichert, dass die Bedeutung in Zukunft eher noch zu als abnehmen wird. Und dennoch führt diese Assetklasse im Vergleich zu anderen Immobilienklassen eher ein Schattendasein. Das mag mitunter daran liegen, dass logistische Prozesse sich häufig dezentral abspielen in Gewerbe- und Industriegebieten. Mit dem Tag der Logistikimmobilie wollen wir dieser Assetklasse eine neue Plattform bieten und damit einen neuen Rahmen schaffen für den Dialog zwischen Politik und Immobilienwirtschaft. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Tag der Logistikimmobilie. Mein Name ist Alexandra May. Ich freue mich auf den Tag mit Ihnen. Ich bin Immobilienökonomin. Ich werde diesen Tag heute moderieren. Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einen kurzen organisatorischen Hinweis für die Online-Community. Es haben sich heute über 300 Teilnehmer live zugeschaltet. Auch das ist ein Indiz dafür, dass jetzt hier mit diesem Tag der Logistikimmobilie den Nerv der Zeit getroffen hat. Für alle, die online zugeschaltet sind, auch einen herzlichen Gruß in die virtuelle Welt, bieten wir natürlich auch die Möglichkeit, sich einzubringen, Ihre Fragen zu stellen. Slido hat unten rechts auf dem Bildschirm zwei Sprechblasen. Das ist Ihr Icon für die Möglichkeit, sich einzubringen mit Fragen. Nutzen Sie also die Chatmöglichkeiten. Der Chat wird professionell betreut und die Fragen fließen dann zum geeigneten Zeitpunkt via Screen bei uns ein. Der Tag der Logistikimmobilie ist echt was Besonderes. Nicht nur, weil es der erste dieser Art ist, sondern weil wir heute, das kam schon in dem Video zum Vorschein, eine sehr hohe Dichte haben an namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Branchenverbänden. Dr. Jochen Kaisberg ist einer von ihnen. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des CIA-Vorstands, gehört dem Präsidium an und engagiert sich zudem im CIA-Nachhaltigkeitsrat. Doch damit nicht genug. Der CEO der Apleona Group ist auch Mitglied im Institut für Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft und seit August dieses Jahres, gestatten Sie es, auch Fellow der RICS. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, zumal diese Ehrung wirklich nur diejenigen erhalten, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Immobilienbranche sich professionalisiert. Dr. Jürgen Kaisberg, Sie werden das erste Wort an uns richten. The stage is yours. Vielen Dank, Frau May, für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag, meine sehr geehrten Damen und Herren hier vor Ort, verehrte Zuschauer zu Hause oder zu Hause und im Büro, muss man ja heutzutage sagen, zu Hause ist sogar richtig. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, Sie im Namen des Zentralen Immobilienausschusses ganz herzlich zu diesem ersten Tag der Logistikimmobilie hier in Berlin oder eben zu Hause begrüßen zu dürfen und ein kurzes Grußwort an Sie zu senden. Es geht heute, wie Frau May schon gesagt hat, um eine Immobilien-Asset-Klasse, die gerade, glaube ich, in den letzten Monaten mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und im Gegensatz zu klassischen Klassen wie Hotel, Büro und Retail immer mehr als krisenfest gilt. Logistikimmobilien trotzen der Krise. Logistikimmobilien sind auch in der Corona-Krise gefragt. Corona pusht europäischen Markt für Logistikimmobilien. Diese Überschriften aus den letzten Wochen, die einige von Ihnen werden die Beilage zur Immobilienzeitung gesehen haben letzte Woche, aber auch aus dem Handelsblatt und anderen Medien, suggerieren, dass die Logistikimmobilie doch tatsächlich zu einem der Krisengewinner gehören könnte. Oberflächlich gesehen ist das auch leicht nachvollziehbar. Man hört und kann nachlesen, dass in Deutschland künftig wieder mehr Bestands- und Lagerhallen statt Umschlagshallen gebraucht werden, weil Unternehmen ihren Warenverkehr wieder vermehrt nach Deutschland zurückholen wollen. Man liest auch, dass eine sichere Supply Chain
besser ist als eine kostenreduzierte Supply Chain. Aber wie immer im Leben lohnt es sich doch, ein bisschen mehr ins Detail reinzuschauen und nicht solchen einfachen Aussagen nur Glauben zu schenken. Denken wir mal an den Kapitalbedarf. Ich denke da manchmal auch unternehmerisch an den Kapitalbedarf, der ja einfach nur entsteht durch eine größere Lagerhaltung. Wo kommt denn dieser Kapitalbedarf her? Sind es wirklich alle Branchen, die jetzt die Notwendigkeit haben zur größeren Lagerhaltung, oder sind es wirklich nur einige kritische Branchen, die jetzt tatsächlich diesem Trend folgen werden? Was bedeutet denn die Digitalisierung und der Klimaschutz für Transportwege in der Zukunft und damit auch für Logistik in der Zukunft? Wir haben also, glaube ich, eine ganze Menge an hochinteressanten Fragen, die so ein bisschen das allgemeine Statement und Sentiment, was im Moment in der Zeitung zu verfolgen ist, überlagern. Und dazu will ich mir überhaupt keine Meinung zumaßen und freue mich, dass wir hier heute viele Experten hören werden, die darüber viel fachkundiger diskutieren können. Meine lieben Damen und Herren, Fakt ist aber, dass das Transaktionsvolumen im deutschen Markt im Q2, also von April bis Juni, bei normalen Gewerbeimmobilien um ein Fünftel, also 20% zurückgegangen ist und bei Logistikimmobilien nur um 9% zurückgegangen ist. Besser sieht es nochmal aus, wenn man einfach aufs gesamte erste Halbjahr guckt. Hier sind mit einem Volumen von 3,8 Milliarden Euro sogar deutlich mehr als im letzten Jahr umgesetzt worden. Also da kommen wir doch wieder ein bisschen näher ran. Fakt ist aber auch, dass die Corona-Pandemie dauerhaften Einfluss auf Handelsströme nehmen wird. Wer weiß, wie es genau aussieht, der ist nahe dem Hellseher, der wird es wahrscheinlich nicht wissen, aber wir können natürlich Grundzüge erahnen und damit auch die Auswirkungen an den Bedarf von Logistikimmobilien. Schon vor Corona, bevor allen Lockdowns, haben wir das Frühjahrsgutachten 2020 des CIAS veröffentlicht. Dort drin hat Andreas Schulten schon auf einen gefährlichen Engpass hingewiesen. Genau sagt er, die Versorgungssicherheit von Industrie und Gesellschaft sei das Basiselement für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Deswegen müsse viel mehr Neubaufläche realisiert werden, um den steigenden Bedarf kompensieren zu können. Wir entdecken also einen Engpass. Insbesondere für Logistikimmobilien stehen bereits jetzt kaum noch Grundstücksflächen zur Verfügung. Und ehrlich gesagt gibt es wahrscheinlich immer noch den einen oder anderen Bürgermeister, der andere Assetklassen der klassischen Logistik vorzieht. Mal ganz abgesehen davon, dass die Baukapazitäten der ausführenden Firmen immer noch stark begrenzt sind und vermutlich auch noch auf eine gewisse Weile hin sehr, sehr stark ausgelastet werden sein. Ein Trend, mit dem wir uns heute unter anderem befassen werden, ist der Wettbewerb von Logistik mit anderen Nutzungsarten in integrierten und stadtnahen Lagen. Meine Damen und Herren, im Zuge von On-Demand-Delivery, der fortschreitenden Digitalisierung und neuen Bereichen wie der Nutzung von Drohnen im Bereich der Logistik geht es tatsächlich schon lange nicht mehr nur um Logistikhallen auf der grünen Wiese, wie wir sie vielleicht von früher kennen. Vielmehr geht es um die Nutzung verfügbarer Flächen in den Cities, um schnell beim Endkunden zu sein und am besten schon vorher zu wissen, was dieser gleich bestellen will. Um genau solche Themen unter Spezialisten, politischen Entscheidungsträgern, Interessierten ausführlich zu erörtern, bieten wir diesen ersten Tag der Logistikimmobilien heute an. Meine Damen und Herren, real im Studio und virtuell am Bildschirm, ich freue mich auf diesen heutigen Tag und ich wünsche uns alle spannende Einblicke mit den hochrangigen Gästen, die wir Ihnen heute anbieten. Ganz herzlichen Dank, freue mich aufs Programm. Vielen Dank, Dr. Kaisberg, dass Sie auch uns nochmal sensibilisiert haben für die Themen, die die Branche aktuell umtreiben. Allen voran die nötige Flächenkapazität, die es braucht, um den Bedarf an Logistik abzudecken. Wir müssen Retail anders übersetzen. Das sagt nicht ich, sondern Dr. Thomas Steinmüller. Geht es nach ihm, dann stehen die Buchstaben RE für Real Estate, das T für Technology, die Buchstaben AI für Artificial Intelligence und L, dreimal dürfen Sie raten, für Logistics. Dr. Thomas Steinmüller denkt nicht nur out of the box,
Der Vorsitzende des CIA-Ausschusses Logistikimmobilien bringt auch mit seinen neuen Sichtweisen gerne mal tradierte Denkmuster ins Wanken. Neben seiner Arbeit im CIA-Ausschuss gehört er dem Management Board von Kubilis Asset Management an, ist Vorstand der Captain AG und Herausgeber des ersten und einzigen Nachschlagewerks zu dem Thema mit dem Titel Internationales Handbuch der Logistikimmobilie, an dem er auch selber als Autor mitgewirkt hat. Mit ihm wird der erste Tag der Logistikimmobilie nun auch offiziell eröffnet, denn er ist mein Co-Moderator für diesen Tag. Begrüßen Sie bitte Dr. Stornmüller. Ja, Frau May, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Herr Dr. Kaisberg, auch für Ihre einführenden Worte zur Logistikimmobilie. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, hier im Raum, an den Fernsehschirmen oder an den PCs. Wir freuen uns, dass wir hier wirklich eine Aufmerksamkeit erzeugen konnten zum Thema Logistikimmobilie. Wir beschäftigen uns schon eine ganze Weile damit. Beim CIA gibt es immerhin den Ausschuss Logistikimmobilien schon im 10. Jahr. Und ich beschäftige mich selber schon seit nahezu 20 Jahren mit dem Thema Logistikimmobilien. Und wir haben natürlich die verschiedenen Entwicklungsstufen alle miterlebt. Und die Logistikimmobilie hat eben vor allen Dingen durch das Thema Digitalisierung nochmal einen Schub gewonnen. Und viele Menschen fragen sich, warum eigentlich? Da werden doch Kisten durch die Gegend geschoben. Das ist doch nicht besonders digital. Aber natürlich ist die Steuerung, die Logistik, das ist im Endeffekt nicht Kistenschieben, sondern das ist die gesamte Abwicklung dieser Systeme. Und dort gibt es einen radikalen Wandel. Und diesen Wandel erleben Sie alle mit, indem Sie selber als Konsumenten ganz neue Serviceleistungen bekommen und auch feststellen, Ihnen wird was nach Hause geliefert, Ihnen wird im Zweifelsfalle was bereitgestellt, das kostet auch nicht so viel. Und profitieren davon. Und einer der Vorreiter in diesem Bereich war natürlich die Firma Amazon, die das auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Das heißt, die Einführung haben Sie ja gesehen, von der Sackkarre über den Gabelstapler, über das Lager. Logistikimmobilie ist inzwischen viel mehr. Und Sie hatten es angedeutet, Retail kann man eben auch sehr viel mit AI und mit IT unterschreiben. Und das gilt für die Logistik auch. In der Logistik geht es vielmehr um die Steuerung und das, was, ich komme jetzt nochmal zurück auf Amazon, es geht um antizipative Logistik. Das heißt, Amazon weiß heute schon, was sie morgen bestellen. Jetzt fragen Sie sich, wie geht das? Und das geht natürlich nicht zu 100%, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und wenn man viele Daten hat, kann man sehr genau absehen, wann was wie passieren wird. Und diese Entscheidungen, die früher häufig aus dem Bauch heraus oder aus Vergangenheitsdaten getroffen werden, die werden inzwischen in Sekunden Aktualisierung nachgefahren. Und wenn es neue Entwicklungen gibt, werden die ganzen Planungen angebunden und aktualisiert, was früher auf der Papierform so gar nicht so schnell ging und was jetzt in Sekundenschnelle passiert. Wir werden heute verschiedene Aspekte der Logistikimmobilie beleuchten. Wir werden erstmal von der Politik so ein bisschen Einschätzungen bekommen, wo geht eigentlich die Reise hin. Die Politik muss auch wahrnehmen, und das ist auch ein Ziel, was wir hiermit bezwecken, der Politik klarzumachen, Logistikimmobilie ist eben nicht nur die Lagerhalle, sondern das ist eine Systemkomponente. Und das haben wir jetzt in Corona erlebt. Es ist im Zweifelsfalle für bestimmte Bereiche zumindest auch systemrelevant. Es geht nämlich um die Versorgung von Menschen. Und ich sage immer, Logistik ist dann, wenn bei Ihnen im Kühlschrank ein Joghurtbecher steht. Da ist vorher ganz viel Logistik passiert und man nimmt das eigentlich so selbstverständlich hin. Und dieses ganze Thema wollen wir abbilden. Wir wollen aufzeigen, Logistik geht in die Städte mit rein. Das hatten Sie auch angedeutet, dass wir viel näher in die Städte reinkommen müssen. Das verbinden wir jetzt mit Logistikimmobilie. Aber es findet auch heute schon ganz viel Logistik in der Stadt statt. Das ist nämlich der Handel. Der hat eine logistische Funktion. Da werden auch Pakete geschoben, gespeichert. Es ist in den Regalen Warenvorrat vorhanden. Das alles versuchen wir unter ein Dach zu bringen und mit den Entwicklungen Digitalisierung auf der einen Seite, aber eben auch technische Innovationen auf der anderen Seite und ganz neue Käufer- und Erwartungshaltung von der Kundschaft zu haben. Das ist nämlich auch ein Unterschied. Wir sind es aus dem Industriezeitalter gewohnt, dass wir immer von dem Produkt her denken. Wir bauen etwas, dann wird es möglicherweise gelagert und irgendwann kauft der dumme Kunde das. Und das sind sogenannte Push-Systeme.
Heute dreht sich das um. Wir müssen eigentlich mitkriegen, was will der Kunde, und müssen es dann produzieren und möglicherweise auch nur in der Stückzahl 1. Das sind wir gar nicht gewohnt, dass wir ganz individuelle Produkte haben. Viele Hersteller haben das Potenzial auch noch gar nicht erkannt. Individuelle Produkte sind zum Beispiel vom Umtausch ausgeschlossen. Erzählen Sie das mal den Online-Händlern. Die wären happy, wenn es die Retourenquote durch Individualisierung der Produkte einfach reduzieren könnte. Es gibt auch noch ganz viele andere Themen. Ich weiß viel schneller, was will der Kunde eigentlich. Ich produziere nicht irgendwas auf Vorrat, was dann nachher nur noch mit Abschreibungen entsprechend verkauft werden kann. Sie kennen das alle im Textilbereich, 20% Sommerrabatt, Final-Season-Rabatt und so weiter, bis die Sachen endlich verkauft sind, die man irgendwann mal produziert hat. Aber eigentlich waren die gar nicht so gefragt. Dafür waren möglicherweise andere Themen gefragt, das hat man gar nicht gewusst, weil man gar nicht darauf vorbereitet war. Also die gesamte Kette überspannen wir hier und zeigen auf, auch Energie, Klimaschutz, ein ganz wichtiges Thema. Viele sehen in einer Logistikimmobilie immer nur einen Klotz, wo dreckige LKWs vorfahren, wo Dreck gemacht wird. Sie sehen aber gar nicht die Potenziale. Eine Logistikimmobilie kann zum Beispiel auch Energie speichern. Eine Logistikimmobilie kann auch Energie in die Umgegend abgeben. Das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber eine Logistikimmobilie braucht natürlich auch eine Infrastruktur. Und das ist dann wieder die Forderung an den Staat, diese entsprechend bereitzustellen. Und zwar nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene oder möglicherweise auch mal mit innovativeren Themen. Thema Drohne ist schon angeklungen, Thema Hyperloop wäre ein anderes. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, denen wir uns öffnen müssen. Und es muss einfach, und der gute Bundespräsident Herzog hat es schon 1997 gesagt, es muss ein Ruck durch dieses Land gehen. Und dieser Ruck ist jetzt auch nach Corona notwendig, dass wir endlich auf dieses Digitalisierungsthema aufspringen und in dieses neue Zeitalter umschwenken und überlegen, welche Strukturen können wir in dieses Zeitalter mit übertragen? Wie müssen sich die Strukturen ändern? Also wie müssen sich zum Beispiel Logistikimmobilien ändern? Wie müssen sich andere Immobilien ändern, um einfach den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden? Und das wollen wir heute an diesem Tag mit dieser Veranstaltung einfach mal abgrenzen. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Jederzeit gerne bereit. Frau May hatte darauf hingewiesen, Sie können interaktiv permanent Fragen hier uns reinschicken und wir versuchen diese dann auch entsprechend zu beantworten. Ich glaube, wir können auch im Nachgang Fragen noch beantworten, sodass selbst wenn die hier auf dem Podium nicht diskutiert werden, Sie eine Antwort erhalten. Ich freue mich jetzt auf diesen ersten Tag der Logistikimmobilie, wo wir jetzt anfangen, das Ganze einzugrenzen und jetzt erstmal auf den politischen Punkt zu kommen. Und da ist jetzt eigentlich unser nächster Gast schon da, weiß ich nicht, sonst... Wenn man mir den Ton aufschaltet, wir plaudern noch ein bisschen. Genau. Der Staatssekretär hat auch einen engen Terminkalender, okay, wie das eben manchmal so ist. Und wir überbrücken einfach diesen Slot. Genau, das kriegen wir einfach hin. Können sich nur um Minuten handeln. Wir sind ja professionell genug. Was jetzt aus Ihrer Begrüßung als Co-Moderator, ich freue mich wirklich sehr, sehr deutlich wurde, ist, dass Ihr Herz für die Logistik schlägt. Also die denken wirklich schon sehr weit. Und Sie sagen, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Gibt es Länder, Nationen, wo Sie sagen, wir sind da einen Tick schneller als wir, dass man mal einen Vergleich ziehen kann und sagen kann, guck doch mal, wie die das machen, wir müssen Gas geben, dass wir da nicht hinterherkommen? Ja, ich versuche das weniger in Ländern zu sehen, sondern mehr in Regionen. Also was wir ganz klar sehen können, ist, dass das Digitalisierungsthema auf jeden Fall in Amerika wesentlich weiter ist und vor allen Dingen in Asien wesentlich weiter ist. Also wenn man mal nach China oder nach Südkorea kommt, stellt man fest, Digitalisierung ist ein ganz anderer Level, als das bei uns das Thema ist. Und das gilt natürlich auch für die Logistik. Wir haben in Asien sehr häufig zum Beispiel mehrstöckige Logistikimmobilien, weil einfach der Grund und Boden sehr teuer ist und man dann in die Höhe wachsen muss. Und auch damit kann man umgehen. Also den LKW 40 Tonnen in der dritten Etage, das ist für Deutschland eigentlich nicht vorstellbar, aber es geht. Und alle solche Fragestellungen, die gibt es. Es gibt verschiedene Regionen, die unterschiedliche Innovationsgrade haben. Und wir haben eigentlich ein Riesenpotenzial mit Europa, weil wir eigentlich einen Riesenmarkt haben mit immerhin 440 Millionen Einwohnern nach Brexit. Und die müssen wir einfach in die Waagschale werfen. Und das ist, glaube ich, eine geopolitische Herausforderung, die auch Europa mitbringen muss. Und dazu zählt eben auch die Logistik. Wir haben jetzt erlebt, dass Amazon
eigentlich den europäischen Markt mit einer Vielzahl von Logistikzentren gepflastert, im wahrsten Sinne des Wortes gepflastert hat und ein Netzwerk aufgebaut hat, sodass selbst die deutsche Gewerkschaft Verdi, die regelmäßig Amazon zu Weihnachten bestreikt, feststellt, die Kunden bekommen trotzdem Ware, weil die nämlich ein Netzwerk aufgebaut haben, was eben über Tschechien, über Polen, über Italien funktioniert und sehr wohl zuverlässig zum 24.12. die Ware ausgeliefert. Also Amazon denkt schon ein bisschen europäischer, als wir es eigentlich tun. Ganz klar, das ist der größte Markt für die. Also Europa ist der Markt ist größer für Amazon als der amerikanische Markt. Was müssen wir tun? Also das, was aus Ihren Ausführungen ja auch deutlich wird, ist, dass Logistik durchaus ein Schnittstellenthema ist zu ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben es nicht nur mit Verkehr und digitaler Infrastruktur zu tun, mit Umweltthemen, mit Energiepolitik. Es spielt eigentlich in so viele Bereiche rein. Da muss man ja überall ziemlich dicke Bretter bohren, um viele Leute für diese Idee zu gewinnen, zu sagen, wir müssen uns als Logistikstandort in Deutschland ganz anders aufstellen. Ja, ich glaube, das gilt generell. Es ist nicht nur in der Logistik so, es ist in allen Branchen so, wir brauchen einfach mehr Mut. Wir brauchen einfach, German Mut war mal so ein Stichwort, wir brauchen einfach mehr Mut und wir müssen einfach Themen uns angucken. Ich kenne nur German Angst. Wo kommt denn der German Mut her? Und wir müssen einfach schauen, dass wir uns Beispiele wie Amazon angucken und sagen, warum können wir das nicht eigentlich genauso? Warum ist ein Otto-Versand nicht in der Lage, Amazon entsprechend Paroli zu bieten? Und es ist ja der Home-Market, ja, und das müssen wir an ganz vielen Stellen tun. Wir machen es aber, und ich meine, wir können es im Moment, heute ist, glaube ich, gerade der Autogipfel, wo sich die Autoindustrie wieder beschwert, wie schlecht es ihnen geht. Die haben nur eins vergessen. Sie haben eigentlich mit einer Arroganz die Elektromobilität betrachtet und haben gesagt, das wird uns nicht gefährlich, das blocken wir schon irgendwie ab, statt dieses Thema aufgenommen haben. Ja, und ich habe gestern die Bilder gesehen, die zeitversetzt gesendet wurden, von Elon Musk, der auf seinem Rückflug nochmal bei VW in Braunschweig vorbeigefahren ist und das neue Modell ID.3 Probe gefahren ist. Und ich habe dieses Strahlegesicht von Herrn Dies gesehen, der ganz happy war, dass Elon Musk sein Autoprobe gefahren ist. Und da sage ich mir, irgendwas läuft da eigentlich schief. Ja, also heute freut sich die Autoindustrie, dass Elon Musk mal vorbeikommt. Wo ist denn eigentlich unsere Leitindustrie? Wo ist denn aber unsere Leitindustrie? Ich denke, wir sind die, die Auto bauen können. Also offensichtlich haben wir da irgendwas verschlafen, irgendwas falsch gemacht. Und das gilt in vielen Themen. Wir haben einfach das, was neu ist, haben wir ignoriert, haben wir irgendwie auch nicht wahrgenommen. Wir haben auch eine Einstellung dazu nach dem Motto, naja, die verbrennen nur Geld. Und das kann ja nichts werden. Wir wissen eigentlich schon, dass die alle pleite sind. Und irgendwie sind die alle nicht pleite. Also weder Amazon ist pleite, noch Tesla ist pleite. Nur wir sind bald pleite. Also wir müssen einfach aufpassen, dass wir den Anschluss. Und da meine ich, ist mehr Mut. Wir müssen einfach mehr herausfordern. Und auch da, hier in der Region, ist ja Elon Musk genau der hier schneller baut als in Shanghai. Wo ich sage, wer hätte denn das gedacht? Und warum geht das? Weil der sagt, ja, ich habe jetzt vorläufige Genehmigung, ich gehe einfach mal das Risiko ein, dass zurückgebaut werden muss, aber ich gehe das Risiko ein und baue einfach weiter, bis ihr dann eure Verwaltungsakte beendet habt, dann passt das schon und wir kriegen das schon irgendwie hin, wir finden da schon einen Weg. Notfalls baue ich es eben wieder ab. Dieses Risiko würde wahrscheinlich kein deutscher Manager eingehen, der würde warten, bis er den schlussendlichen Bescheid hat, um dann ganz sicher zu sein. Man merkt, Sie haben viel darüber nachgedacht und Sie erwarten auch viel und denke, mit dem Tag der Logistikimmobilie, dem ersten, der zum ersten Mal stattfindet, haben Sie schon ordentlich einen Flock in die Erde gerammt, was ein bisschen für Erdbeben sorgen wird. Ich bedanke mich, dass Sie kurz mit mir diese Lücke überbrückt haben. Ich kriege auch gerade eben die Anweisungen von der Regie. Wir stellen ein bisschen um, wir sind flexibel genug, wir sind ja in der Immobilienbranche, uns auf neue Rahmenbedingungen flexibel einstellen zu können. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank an Sie. Sie kommen gleich wieder in die Bütt. Ich kündige jetzt ein Grußwort an von Dr. Sigrid Eveling-Nikutta. Die wäre heute auch gerne hier gewesen, geht leider aus Termingründen nicht. Sie wollte es sich trotzdem nicht nehmen lassen, persönlich ein Wort an Sie zu richten. Frau Dr. Nikutta ist seit dem 1. Januar 2020 als Vorstand bei der Bahn für das neu geschaffene Ressort Güterverkehr verantwortlich. Sie verantwortet auch den Aufgabenbereich der Vorstandsvorsitzenden bei der DB Cargo. Als sie im Januar an den Start gegangen ist, hat sie ihre Mission, ihr Ziel klar formuliert, Kunden von der Schiene zu begeistern. Die Argumentation liefert sie auch gleich hinterher. Es sei doch viel klüger, in den Schienengüterverkehr zu investieren, als Milliarden Strafzahlungen für das Verfehlen der Klimaziele zu zahlen. Sie ist überzeugt, wir von der Bahn haben den Schlüssel für die Klimawende in der Hand. Schauen wir mal, ob die Tür aufgeht.
Herzliche Grüße vom Bahntower am Potsdamer Platz zu Ihnen zum Tag der Logistikimmobilie. Logistik ist mein Herzensthema, Ihres wahrscheinlich auch. Seit dem 1. Januar diesen Jahres bin ich im Vorstand der Deutschen Bahn AG für das Thema Schienengüterverkehr, also quasi das Herzstück der Logistik, verantwortlich. Gleichzeitig die Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG. Was ist meine Mission? Ganz einfach. Die Vision, mehr Verkehr auf die Schiene endlich Realität werden zu lassen. Wir alle reden seit Jahrzehnten darüber, dass es eigentlich sinnvoll ist und möglich sein müsste, mehr Güter auf der Schiene zu transportieren. Die Realität ist leider eine andere. Jetzt, gerade jetzt, haben wir alle gemeinsam das wirklich historische Zeitfenster dafür, diese Verkehrsverlagerung endlich wahrzumachen. Das ist mein Job. Was braucht es dafür? Natürlich eine ganze Menge. Natürlich brauchen wir Kundinnen und Kunden, die bereit sind, dieses zu tun. Natürlich brauchen wir eine gute Infrastruktur. Und zu dieser guten Infrastruktur gehören natürlich auch die entsprechenden Logistikimmobilien. Denn nichts bewegt sich von selbst. Nichts lagert sich von selbst. Das wissen Sie besser als ich. Darum ist es so wichtig, dass wir hier auch gemeinsam an einem Strang ziehen. Hat Corona unsere Welt verändert? Meine schon. Ich denke auch Ihre. Denn Lieferketten werden gerade heute neu gedacht. Heute überlegen wir, wie schaffe ich es wirklich, resiliente Lieferketten aufzustellen? Also Lieferketten, die auch den Krisenstand halten. Und schon kommen wir zu dem altertümlichen Begriff der Vorratshaltung. Vielleicht doch keine so schlechte Idee, wenn Transportströme nicht mehr so möglich sind, wenn Industrien nicht mehr so produzieren, wie wir es gewohnt sind, dann ist es wichtig, gewisse Vorräte zu haben. Wo lagere ich diese Vorräte? Und schon wieder haben wir eine Gemeinsamkeit. Logistikimmobilien sind, genauso wie die Schieneninfrastruktur, ein Dreh- und Angelpunkt für erfolgreiche Logistik. Deshalb freue ich mich, auch heute hier zumindest bei Ihnen virtuell anwesend zu sein. Die Diskussionen sind spannend, denn meine feste Überzeugung ist, um wirklich mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen, bedarf es einen großen Schulterschlusses aller Beteiligten in dieser Branche. Darüber freue ich mich und ich weiß, wir stehen ganz am Anfang. Aber jeder Weg beginnt halt mit einem Anfang und ich freue mich, dass wir diesen auch gemeinsam machen. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und Erfolg an Ihrem Tag hier. Gut, braucht man nicht nochmal. Vielen Dank, einen Applaus kann man trotzdem virtuell spenden, das gehört schließlich zum guten Ton dazu. Unser Keynote, der erste an diesem Tag, ist da. Und der Redner, der jetzt nun folgt, ließ sehr früh erste Anzeichen dafür erkennen, dass Verkehrsthemen mal zu seinem Steckenpferd werden könnten. Denn er war gerade mal 12 Jahre alt, als er mit einem Freund zusammen in der Heimatstadt Backnang im Baden-Württembergischen auf die Idee kam, Zettel mit der Aufschrift zu drucken, lass das Auto stehen. Die beiden haben ihre Botschaft doch nicht so recht an die Zielgruppe herangebracht, möglicherweise, weil sie Bedenken vor der eigenen Courage hatten. Heute ist das anders. Als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ist Steffen Bilger seit April 2018 Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik. Für ihn ein sehr spannendes Aufgabenfeld und er weiß, dass damit enorme Herausforderungen verbunden sind und auch die Branche nicht gerade das beste Image hat. Logistikunternehmen haben es schwer, positiv in die Medien zu kommen.
Das alles und noch viel mehr möchte er ändern. Beim SIA rennt er damit offene Türen ein. Herr Staatssekretär, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Der Platz am Mikro ist jetzt Ihnen. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, meine Damen und Herren hier und die, die zuschauen, dann im Internet. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann, dass wir so eine Mischung auch machen können aus Präsenzveranstaltungen und eben digitaler Veranstaltungen. Und es geht ja um wichtige Themen heute. Danke auch für die freundliche Einführung. Ich habe, glaube ich, nur einmal diese Anekdote erzählt, aber wahrscheinlich verfolgt sie mich jetzt doch mein Leben lang. Aber nun gut. Ja, ich bin zu Ihnen gekommen als Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik und natürlich auch als parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium. Die Aufgabe in der Bundesregierung hat vor allem auch viel mit Koordination der Bundesregierung zu tun, aber es passt eben einfach auch gut, dass es angesiedelt ist im BMVI, weil viele unserer Themen ja mit Logistik zusammenhängen. Und Logistik, ganz klar, ist Schlüsselbranche für alle Wirtschaftsbereiche. Sage ich nicht nur in der Funktion als Koordinator oder weil ich jetzt heute bei Ihnen bin, sondern das sage ich auch aus voller Überzeugung, weil ein starker Logistikstandort Deutschland Voraussetzung für den Erfolg unseres Landes als Exportland ist. Logistikstandort Deutschland ist weltweit als führend anerkannt, kann ich Ihnen aus vielen Begegnungen bestätigen. Ich denke mal, viele von Ihnen haben auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht und nicht zuletzt sind wir Logistik-Weltmeister, mehrfach nacheinander ausgezeichnet von der Weltbank, die da verschiedene Kriterien in den unterschiedlichen Ländern geprüft hat und immer wieder zum Ergebnis gekommen ist, Deutschland Logistik-Weltmeister. Jetzt blicken wir natürlich alle zurück auf die Corona-Krise. Wir sind ja irgendwie noch mittendrin, aber haben die schwierigste Phase, wo es vieles plötzlich zu bewältigen galt, denke ich, ganz gut hinter uns gebracht. Und das hat uns natürlich vieles nochmal vor Augen geführt, auch die Systemrelevanz der Logistik. Wir sind dringend angewiesen auf gut organisierte Transportströme zur Versorgung der Menschen in unserem Land, auch zur Aufrechterhaltung der industriellen Produktion. Und da hat uns das Coronavirus sicherlich erstmal vor einige Herausforderungen gestellt. Die erste Voraussetzung, es galt, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und da kann man, glaube ich, auch mit einem gewissen Stolz zurückblicken und sagen, das ist uns gemeinsam, der Logistikwirtschaft, den Beschäftigten der Politik, sehr gut gelungen. Wir haben uns im Ministerium schon auf ganz andere Szenarien vorbereitet. Auch wenn es schlimmer gekommen wäre, hätten wir Möglichkeiten gehabt, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Aber wir sind froh, dass es nicht nötig war. Wenn man so zurückdenkt, wird sich jeder noch an Debatten über Klopapier oder an die leeren Regale in den Supermärkten erinnern. Da kann man jetzt vielleicht mit ein bisschen Schmunzeln zurückblicken. Aber dieser Mangel, viel mehr war es ja nicht, wenn man mal an die Versorgung in Läden denkt. Aber ein paar andere Dinge würden uns schon noch einfallen. Aber dieser Mangel hat eben auch gezeigt, was hätte alles passieren können, wenn das nicht so gut funktioniert hätte. Was haben wir als Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gemacht, als die Krise so über uns hereingebrochen ist? Wir haben, denke ich, schnell reagiert. Wir haben uns angeschaut, in welchem Bereich, für welchen Verkehrsträger, welche Neuregelungen, welchen kurzfristigen Maßnahmen nötig sind. Ich denke zum Beispiel an die faktische Aussetzung des Sonn- und Feiertagsfahrverbots, an Lockerungen bei den Lenk- und Ruhezeiten, an die unbürokratische Verlängerung auslaufender Erlaubnisse und Dokumente. Das war alles nötig, dass der Verkehr weiter fließen kann, dass die Versorgung weiter gewährleistet ist. Aber als großes Transitland mitten in Europa war unsere Aufgabe natürlich dann auch zu koordinieren, wie wir mit den Partnern, mit unseren Nachbarländern zusammen diese Herausforderungen angehen. Im Rückblick würde ich sagen, da hätte manches noch runterlaufen können. Das müssen wir in Zukunft auch in Europa besser hinkriegen, auch wenn sich die EU-Kommission sehr gekümmert hat um die Logistikketten, dass die Grenzen weiter offen bleiben können. Aber wir alle haben auch noch in Erinnerung, was da eben auch für Probleme gab, gerade an unseren Grenzen zu Osteuropa, wo es zum Teil 30 Stunden lang Staus gab, wo die LKWs nicht abgefertigt werden konnten und das sicher ungute Bilder waren. Sowas muss man in ähnlichen Szenarien in der Zukunft dann auf jeden Fall vermeiden. Es waren nicht zuletzt auch Arbeitspendler,
Je nach Region in Deutschland sind wir zum Teil sehr stark angewiesen auf Menschen aus unseren Nachbarländern, die hier zum Arbeiten kommen, eben auch in der Logistikbranche. Auch da gab es oft Probleme wegen Quarantänezeiten oder wenn ich an Luftfahrtunternehmen denke und ihre Crews, die plötzlich auch Quarantänebestimmungen unterworfen waren, die es nicht möglich gemacht haben, den Betrieb so aufrechtzuerhalten, wie es erforderlich war. Auch darum mussten wir uns dann kurzfristig kümmern. Und natürlich, wenn es dann ums Inland ging, waren wir intensiv im Austausch mit den Verbänden aus der Logistikwirtschaft, aber auch mit den Bundesländern. Mit den Länderverkehrsministern gab es regelmäßige Schalten. Und da hat man dann gemerkt, auch wenn da Vertreter unterschiedlicher Parteien zusammenkommen, jeder hat einfach versucht, seine Hausaufgaben zu erledigen. Da haben wir, glaube ich, uns gut und sehr zielorientiert abstimmen können. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch die Gewerkschaft, mit denen wir im Austausch waren, in den unterschiedlichen Verkehrsträgern gibt es ja auch zahlreiche Gewerkschaften, die eben die Arbeitnehmer dort vertreten und uns dann auch die Rückmeldung gegeben haben, was aus Arbeitnehmersicht hilfreich wäre, um die Krise zu bewältigen. Geht es natürlich auch um weitere Themen, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die Verkehrsträger betroffen sind, auch jetzt noch viele von Kurzarbeit oder Sorge um ihren Arbeitsplatz betroffen sind. Ohne Menschen funktioniert eben auch die Logistik nicht. Koordinierung innerhalb der Bundesregierung, das war dann natürlich auch ein wichtiges Thema, denn wenn es darum geht, flexible Regelungen durchzusetzen, dann muss man sich im Zweifel mit dem Arbeitsministerium abstimmen, wenn es ums Geld geht, mit dem Finanzministerium und. Also auch das war da wichtig. Es gab Bereiche, die es hart getroffen hat, durch Umsatzeinbrüche, durch verlorene Aufträge. Es gab auch andere Bereiche, die dann profitiert haben oder fast schon oder sagen wir mal, sehr stark gefordert waren von den Folgen der Corona-Krise, wenn man mal an die Kurier-, Express- und Paketdienste denkt. Da war plötzlich ja sehr viel mehr los, weil sehr viel mehr im Internet bestellt wurde, wie sonst nur in der Vorweihnachtszeit waren plötzlich die Vorkommen an Lieferungen. Und auch das konnte aber bewältigt werden, obwohl es plötzlich so eine große Herausforderung war. Wir haben insgesamt, will jetzt ja nicht nur auf die Krise zu sprechen kommen, das Problem, dass wir einen Mangel an Arbeitskräften in vielen Bereichen der Logistik haben, dass das Fachpersonal fehlt, dass Fahrer fehlen. Und da müssen wir uns grundsätzlich drum kümmern. Das ist auch für mich immer eine wichtige Aufgabe. Aber ich glaube, es war eine gute Zeit, dass mal viele gesehen haben, was da für eine Leistung dahinter steckt, wenn wir mit den LKWs beliefert werden, die Supermärkte oder die Fabriken beliefert werden. Und da haben viele LKW-Fahrer auch mal Dankbarkeit erfahren, dass sie angesprochen wurden, nicht wie man sonst vielleicht eher als LKW-Fahrer gewohnt ist, dass man kritisiert wird, wenn irgendwie mal irgendwas auf der Autobahn vielleicht nicht im Sinne des Autofahrers läuft oder auf dem Parkplatz oder Lärm entsteht und so weiter, sondern viele haben auch mal Danke gesagt für die Arbeit, die dort gemacht wird. Das war auch uns ein wichtiges Anliegen. Einige haben ja vielleicht auch verfolgt, dass wir die Initiative Logistik hilft ins Leben gerufen haben, einfach auch als Reaktion auf die Probleme, die es gegeben hat, wenn Unternehmen ihre Anlagen, ihre sanitären Anlagen gesperrt haben für Externe. Verständlich, weil es waren Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, dass man versucht hat, sich möglichst dann abzuschotten. Aber es hat eben die Folge gehabt, dass viele Lkw-Fahrer nicht mehr auf die Toilette gehen konnten, solche Anlagen nutzen konnten. Das war wiederum eine Zumutung für die Fahrer und da haben wir dann eine Initiative gestartet, Logistik hilft, wo wir an den Autobahnen aus Mitteln unseres Ministeriums sanitäre Einrichtungen errichten konnten, die gut genutzt wurden und werden und aber auch Unternehmen aus der Logistikbranche Geld gegeben haben und gesagt haben, wir wollen da was machen für unsere Fahrer und kurzfristig dann an verschiedenen Standorten auch außerhalb der Autobahnen solche Anlagen aufgestellt werden konnten. Das fand ich ein tolles Beispiel, wie man dann in der Krise auch zusammenhalten kann. Es wird auch weitergehen, auch wenn wir die Corona-Krise überwunden haben. Wer Interesse daran hat, kann gerne immer auf mich zukommen. Ja, Corona hat aber auch lange Schatten geworfen. Viele Unternehmen haben jetzt schwierige Monate hinter sich mit meist auch starken Geschäftseinbrüchen. Manche ja leider auch bereits im Bereich der Insolvenzen. Da müssen wir uns weiterhin gemeinsam engagieren und unser Bestes geben, dass die nötigen Maßnahmen ergriffen werden können. Sie kennen ja alle die Programme, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, generell die Soforthilfen, Überbrückungshilfe, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, viele weitere Möglichkeiten, wo man unterstützen kann. Aber wir werden schon im Blick behalten, wie sich die Lage weiterentwickelt in den Bereichen, die besonders getroffen sind und dort dann gegebenenfalls auch nochmal nachsteuern. Wenn wir immer sagen, wir wollen aus der Krise stark hervorgehen, im besten Fall sogar gestärkt, weil wir Probleme identifiziert haben, angepackt haben,
dann gehört für mich ganz klar auch eine leistungsfähige Infrastruktur dazu. Da muss man zurzeit nicht mehr so viel diskutieren über die digitale Infrastruktur, denn da haben wir alle gesehen, wie wichtig das ist. Wird uns hoffentlich auch helfen beim weiteren Ausbau von 5G, von Mobilfunkinfrastruktur, aber auch beim Breitband. Aber natürlich gehört auch dazu, dass die sonstige Infrastruktur funktioniert, dass es auch mal möglich ist, auszuweichen, wenn plötzlich die Grenzen geschlossen sind, dass dann der Schienengüterverkehr noch funktioniert und vieles weitere mehr. Bin ich froh, dass die Bundesregierung im Koalitionsausschuss sich verständigt hat, mehr Geld für Infrastruktur bereitzustellen. Auch als Konjunkturmaßnahme kann man nur sagen, wir können das Geld nach wie vor gut gebrauchen. Wir sind durch den Investitionshochlauf jetzt gut ausgestattet, aber natürlich gibt es immer noch weitere Bedarfe und da freuen wir uns über den Rückhalt, den es zurzeit in der Koalition gibt. Wir sind jetzt wieder kurz vor Haushaltsberatungen. Das wird dann im Herbst auch noch intensiv im Bundestag beschäftigen. Bisher können wir zufrieden sein, was unseren Haushalt anbelangt. Im Jahr 2020 Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur auf 15,4 Milliarden angehoben, 7,7 Milliarden für die Straße, 7,6 Milliarden Schiene, 0,9 Milliarden für die Wasserstraße, insgesamt 5,5% mehr als im Vorjahr. Und wir unterstützen auch die Länder bei ihren Aufgaben, gerade was dann auch den Schienenverkehr, regionale Strecken anbelangt, ÖPNV-Angebote und so weiter. Da freue ich mich, wenn Sie weiter unterstützen, wenn Sie auch dafür werben, dass für Infrastruktur das nötige Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Das ist immer heikel in Zeiten, wo dann auch mal gespart werden muss. Das halte ich für richtig, wenn wir auch mal wieder ans Sparen dann denken, wenn die schwarze Null möglichst bald auch wieder erreicht werden soll. Aber es ist immer einfach, bei der Infrastruktur Investitionen aufzuschieben. Und da freuen wir uns über alle, die mit dran arbeiten, dass es da nicht passiert, weil das einfach dann Fehler wären, die uns in der Zukunft einholen. Also da müssen wir gemeinsam hoffentlich dran arbeiten, dass auch weiter das nötige Geld zur Verfügung steht. Das ist aber das Geld das eine, wie man im Fußball so schön sagt, Geld allein schießt keine Tore. Das gilt natürlich dann auch für uns, wenn wir viel Geld im Haushalt stehen haben. Dann bedeutet das noch nicht, dass wirklich das Geld auch abfließen kann. Für uns immer gerade wichtig, dem Bundestag gegenüber, die dann natürlich auch kritisch nachfragen. Und da haben wir erkannt, ich glaube, da wird auch hier keiner widersprechen, dass es einfach zu lang dauert in Deutschland. Also deswegen Planungsbeschleunigung als ganz wichtige Priorität dieser Bundesregierung mit bereits 3 Planungsbeschleunigungsgesetzen. Wir haben jetzt gerade ein 4. Gesetz, das am 18. September im Bundesrat auf die Tagesordnung kommt, das Investitionsbeschleunigungsgesetz, das da auch genau in diese Linie mit reinpasst, wo wir vieles nochmal verbessern wollen, dass man auf aufwendige Genehmigungsverfahren verzichten kann, gerade auch wenn es um Schiene geht, wenn es um Digitalisierung geht. Wir wollen Raumordnungsverfahren verkürzen. Wir wollen auch nicht so viel Zeit jeweils vor den Gerichten verwenden. Das soll alles nicht bedeuten, dass es weniger Bürgerbeteiligung ist. Aber da gibt es einfach auch andere Möglichkeiten in Zeiten der Digitalisierung. Da werden wir nicht locker lassen. Gibt es noch einiges, was man aus unserer Sicht noch zusätzlich machen könnte. Müssen uns natürlich da auch immer in der Bundesregierung dazu abstimmen. Aber das wollte ich auf jeden Fall hier auch noch ansprechen, weil ich glaube, in Ihren Kreisen es ja auch viele gibt, die da gerne ungeduldig sind, wenn man gerade Projekte entwickelt und dann halt die Infrastruktur nicht gleich standhalten kann. Ja, jetzt will ich aber bei Ihnen unbedingt auch noch das große Thema Klimaschutz und Mobilität der Zukunft ansprechen, denn das soll nicht vergessen werden, ganz im Gegenteil, weil wir jetzt gerade Corona-Krise zu bewältigen haben. Das steht für uns auch weiter ganz oben auf der Agenda. Da kennen Sie die ganzen ambitionierten Ziele, die wir uns gesetzt haben, wo für uns als BMVI auch klar ist, die wollen wir erreichen. Wir haben ein Maßnahmenbündel von mehr als 50 Maßnahmen beschlossen, mit denen wir die Klimaziele im Verkehr erreichen wollen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, diese verschiedenen Potenziale zu identifizieren und dann auch umzusetzen. Da stehen wir ganz klar zur Technologieoffenheit, was jetzt auch beispielsweise im Bereich Lkw anbelangt, sehen wir große Potenziale für Wasserstoff. Wir unterstützen synthetische Kraftstoffe. Wir haben nochmal bei der Mautbefreiung für Gas-Lkw ein Signal gesetzt und vieles weitere mehr. Aber man darf auch da nicht immer nur über das Auto reden, sondern da ist eben der Lkw auch sehr wichtig, genauso wie Busse oder auch der Schienenverkehr, der ja ganz wesentlicher Bestandteil unserer Beschlüsse ist, wie wir den Klimaschutz gerade im Verkehrsbereich erreichen wollen, die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Also da werden wir nicht locker lassen und bin aber wirklich zuversichtlich, dass wir mit diesen vielen Maßnahmen das dann auch erreichen können. Und es ist auch sichergestellt, wenn wir feststellen sollten, nach
jeweils einem Jahr, wir sind nicht auf dem richtigen Weg zur Zielerreichung unterwegs, dann wird nochmal nachgesteuert. Auch da hat uns die Corona-Krise dahingehend nochmal geholfen, dass wir zusätzliche Mittel bereitgestellt bekommen haben von der Koalition, was auch den Ausbau von alternativen Antrieben und der nötigen Infrastruktur anbelangt. Also wir können auch weiterhin den Erwerb von umweltfreundlichen Lkw unterstützen. Wir können jetzt den Ausbau einer Wasserstofftankstelleninfrastruktur und Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie angehen, um mal einige wichtige Beispiele zu nennen. Aber dann geht es natürlich für uns auch oft um die städtische Logistik, wo wir spannende Förderprojekte haben. Wenn ich zum Beispiel an unsere Förderrichtlinie für die Errichtung von Mikrodepots denke, aus denen dann Waren auf der letzten Meile in Städten mit Lastenrädern ausgeliefert werden. Auch so ein Thema, das mich in der Koordinatorenfunktion beschäftigt hat, als es um das Innovationsprogramm Logistik 2030 ging. Haben hoffentlich alle von Ihnen verfolgt, dass wir das erarbeitet haben, dass wir es präsentiert haben, mit vielen guten Ansätzen, auch konkreten Projekten hinterlegt, wo wir auch als BMVI solche Projekte unterstützen, vorantreiben können. Aber wenn man sich jetzt anschaut, auch wenn das erst so knapp 2 Jahre alt ist, dann kommt es einem so vor, als wäre das schon viel länger her, weil sich einfach so viel getan hat, viele Innovationen sich weiterentwickelt haben, weil die Corona-Krise auch da den Blick auf manches nochmal verändert hat. Und deswegen haben wir uns jetzt auch vorgenommen, dass wir eine Aktualisierung dieses Innovationsprogramms vornehmen mit einer Innovationskommission, die vor kurzem das erste Mal getagt hat, die sich dann auch bald wieder treffen wird. Und da soll dann eine Aktualisierung dieses Innovationsprogramms vorgenommen werden, wo Themen der städtischen Logistik, aber auch des Luftverkehrs, wenn es um Drohnenanwendung geht und allesamt behandelt werden. Ganz wichtige Voraussetzung für viele dieser Zukunftsthemen, diese Innovationen, ist natürlich die digitale Infrastruktur. Da weiß auch ich, dass vieles bisher nicht so zufriedenstellend ist, wie es bisher in Deutschland ist. Wir haben da einen hohen Anspruch als Industrienation. Wir haben aber auch gesehen in der Corona-Krise, dass wir dann doch nicht so schlecht sind, weil wir waren niemals in der Verlegenheit, dass wir Leistung drosseln hätten müssen, dass die Knoten überlastet gewesen wären. Andere starke Länder in Europa mussten zu solchen Maßnahmen greifen. Bei uns hat es alles im Großen und Ganzen doch sehr gut funktioniert, aber natürlich wollen wir die Funklöcher alle vollends wegbekommen, jetzt auch mit unserer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Wir wollen das Ziel 2025 sollen alle gigabitfähige Anschlüsse bekommen können, erreichen, das wir uns im Koalitionsvertrag gesetzt haben, und wir wollen bei 5G vorankommen. Da gibt es auch im Bereich der Logistikimmobilien viele Möglichkeiten. Ich habe mir vor kurzem mal ein Projekt zeigen lassen, wo ein Logistikunternehmen ein lokales 5G-Netz installiert hat, um da einfach die Prozesse in diesem Unternehmen nochmal zu verbessern. Da freuen wir uns über viele Leute, die mit solchen guten Beispielen dann das Thema auch sichtbar machen und insgesamt auch 5G-digitale Infrastruktur voranbringen. Ja, ich glaube, mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen, aber auch mit der Innovationskraft unserer Logistikunternehmen, die immer wieder, Sie haben es eingangs gesagt, unterschätzt wird. Also wir haben so viel Innovatives im Logistikbereich, da kann es wirklich gelingen, dass wir auch weiterhin Logistikweltmeister sein werden. Wissen wir aus dem Fußball, da darf man sich nie drauf ausruhen, dann kann es sehr schnell vorbei sein, sondern man muss immer wieder daran arbeiten, dass man wirklich an der Spitze bleibt. Und da hoffen wir, dass wir dann auch zum Beispiel mit dem Innovationsprogramm Logistik 2030 und der Überarbeitung, aber auch vielen anderen Initiativen aus unserem Ministerium weitere Impulse geben können. Und freue mich natürlich genauso, wenn viele von Ihnen auch an diesen Themen mitarbeiten. Denn, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es kommt eben immer auf die Leistung der Menschen an. Jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann freue ich mich noch auf die kurze Diskussion, die es, glaube ich, noch vorgesehen ist. Herr Staatssekretär, schon mal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mal so einen Helikopterflug über das gegeben haben, an welchen Baustellen Sie gerade überall so arbeiten. Und um Ihr Bild aus der Fußballwelt zu bemühen, es ist in der Tat so, Gutes kann man immer noch ein Stück weit besser machen. Und insofern ist es toll, dass Sie sich jetzt noch die Zeit nehmen, an der ersten Talkrunde teilzunehmen. Ich darf Sie bitten, das Setting zu wechseln. Der Platz in der Mitte ist Ihrer. Und sich dort schon mal einzufinden, derweil ich den nächsten Panelisten ankündige, nämlich Rainer Köpke. Wer in der Logistik-Immobilienwelt zu Hause ist, kennt Rainer Köpke. Ich stelle ihn trotzdem noch für alle anderen vor, die ihn noch nicht kennen. Er ist seit Mai 2015 Head of Industrial Logistics sowie Managing Director und Mitglied des deutschen Management
Boards bei CBRE. Das sind ziemliche Bandwürmer, die man da so loswerden muss. Kurz, er ist Experte für Logistik und Industrieimmobilien durch und durch. Und Herr Köpke sagt, Lagerräume sind die neuen Kaufhäuser. Herr Köpke, ich wage mal die These, vielleicht ist es auch umgekehrt. Sie dürfen auf dem Platz außen bei Ihrem Mikrofon teilnehmen bzw. sich platzieren. Dr. Steinmüller wird jetzt zusammen mit Ihnen einen Blick auf die Asset-Klasse Logistikimmobilien werfen und die Rahmenbedingungen am Standort Deutschland. Dr. Steinmüller, und eins noch an die Online-Community, Fragen stellen, wir lassen die einfließen. Okay. Ja, herzlichen Dank. Meine Herren, ich begrüße Sie hier ganz herzlich auf dem Podium. Wir wollen mal da anknüpfen. Frau Nikutta, ich weiß nicht, ob Sie dieses Gespräch mit, die einleitenden Worte, die Grußworte mitbekommen haben. Die hat das Thema Güterverkehr natürlich in den Vordergrund gemacht, qua Position, und hat gesagt, wir brauchen Vorräte. Das höre ich natürlich sehr gerne, weil Vorräte automatisch natürlich Logistikimmobilie bedeutet, weil sie müssen ja irgendwo gelagert werden. Und Frau Nikutta hat das sozusagen nicht auf den Punkt gebracht, aber ich würde das gerne mal auf den Punkt bringen. Sie hat tatsächlich von diesen Vorräten gesprochen, die die Bahn auch wieder ins Spiel bringt. Und ich verweise da gerne auf ein Beispiel aus dem Jahre 1989, wo nämlich die Firma Karstadt den Logistikpreis dafür gewonnen hat, dass sie von Unna aus die Städte Berlin, München und Hamburg mit der Bahn versorgt hat. Und nun fragt sich jeder, wie geht das eigentlich? Die Bahn, die ist doch lahm, wie kann die denn überhaupt ein Kaufhaus versorgen? Der entscheidende Vorteil waren die Vorräte. Das waren nämlich die Vorräte in den Regalen von Karstadt. Die haben für mehrere Tage gereicht und damit war also ein Nachschub mit der Bahn ohne weiteres darstellbar, der nämlich möglicherweise 3 Tage gedauert hat. Und das ist eigentlich jetzt genau das Stichwort. Die Bahn kommt dann ins Spiel, wenn wir nicht 24-Stunden-Service bieten müssen, weil das schafft sie nicht, sondern sie schafft 36, 48, vielleicht auch 72 Stunden. Das kriegt sie ganz komfortabel hin. Aber wir brauchen dann Puffermöglichkeiten. Und da sind wir beim Thema Logistikimmobilien. Wir brauchen Flächen dafür. Wir brauchen Flächen, um die Bahn eigentlich ins Spiel zu bringen. Das heißt also, dass die Initiative mehr Güter auf die Bahn impliziert ganz eindeutig, dass wir viel mehr Logistikflächen brauchen, um nämlich diese Fahrplanungenauigkeiten, die sich aus der Abwicklung der Bahn ergeben, um diese eigentlich heben zu können. Wie stellt sich da Ihr Ministerium dar? Sie fördern den Schienenbau, ja, aber fördern Sie eigentlich auch den Logistikimmobilienbau, der qua Definition eigentlich dazugehört? Also wir fördern da, wo es nötig ist, wo sich ansonsten der Markt nicht entwickeln würde, wie es eben den politischen Rahmenbedingungen entspricht. Es ist für mich jetzt die gute Gelegenheit, nach der Vorlage mal den Werbeblock zu bringen, was wir alles für die Schiene machen. Weil das eine ist ja, wie Sie gesagt haben, wir bauen Schienenstrecken und zwar mit vielen Milliarden. Ich habe die Summen vorhin genannt und da geht es auch voran. Mich als Baden-Württemberger ärgert es jedes Mal, wenn es dann heißt, in der Schweiz, da ist alles viel besser, da ist zwar manches sicher auch besser, aber zum Beispiel bei der Rheintalbahn, nachdem jetzt die Schweiz wieder ein großes Ereignis feiern konnte, da kommen wir eben auch voran. Da sagen wir, wir können die Güter auf der Schiene abwickeln. Das wird mehr werden, aber wir kommen auch voran beim Ausbau der Infrastruktur. Also Schieneninfrastruktur ausbauen, sehr wichtig. Dann aber auch beitragen zur Verlagerung auf die Schiene und auf die Wasserstraße. Das machen wir beispielsweise, indem wir die Lkw-Maut jetzt mehrfach erhöht haben. Also wir haben 50% mehr Einnahmen aus der Lkw-Maut als noch vor wenigen Jahren. Und wir haben die sogenannte Schienenmaut, also die Trassenpreise bei der Bahn, reduzieren können. Das macht es attraktiver, Güter auf die Schiene zu bringen. Jetzt gibt es auch Unternehmen, die sagen, wir wollen aus Klimaschutzgründen und weil wir unseren Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen müssen, sowieso mehr die Schiene einsetzen. Aber am Ende wird es halt doch noch sehr stark aufs Geld ankommen. Und da helfen dann solche Maßnahmen auch schon, dass die Schiene attraktiver werden kann. Dann geht es natürlich darum, dass die Güter auch schnell transportiert werden können müssen, dass es alles nachvollziehbar ist, auch Thema unseres Innovationsprogrammes, weil ich das auch oft von Unternehmen höre, dass es halt nicht nur zu lang dauert auf der Schiene, sondern dass auch Digitalisierung noch nicht richtig genutzt wird, wenn es um Verfolgung der Waren geht beispielsweise. Da haben wir aber, glaube ich, mit Frau Nikutta, ich habe leider nur die letzten Worte von ihr noch mitbekommen, aber da haben wir, glaube ich, auch eine sehr gute Besetzung bei der Bahn, die einfach auch diese ganzen Themen vorantreibt. Und in der Corona-Krise haben wir einfach gemerkt, als die Grenzen geschlossen waren, die Schiene hat funktioniert. Also viele Transporte, die dann aus Italien beispielsweise nicht mehr gekommen sind, konnten dann über die Schiene abgewickelt werden. Wir können einiges zusätzlich noch machen, wenn es dann um Entwicklung von Güterverkehrsstandorten geht.
Eigentlich wäre bisher meine Antwort gewesen, das ist dann vor allem Länderaufgabe oder kommunale Aufgabe, aber für uns dann ein bisschen unbefriedigend, wenn die Entwicklung nicht so erfolgt, wie wir uns das wünschen würden. Deswegen haben wir jetzt auch beschlossen, dass wir uns mal anschauen wollen, wo denn weiße Flecken sind, wenn es um Terminals für den kombinierten Verkehr geht und dann einfach gezielt unsere Förderung auch an diesen weißen Flecken ausrichten. Da passiert gerade manches, aber uns noch ein bisschen zu wenig. Also da wird man sich in Zukunft auch noch mehr unterstützen können. Aber da geht es dann mehr um die Gleisanschlüsse, mehr um den Schienenverkehr an für sich. Die Immobilienentwicklung wäre dann, glaube ich, eher Ihr Thema. Mhm. Herr Köpke, Sie sind ja an der Vermietungsfront sozusagen. Sie kriegen ja mit, was die Nutzer wollen. Kommt das Thema Bahn da überhaupt vor? Ja, durchaus. Also in den letzten Jahren natürlich war der Fokus auf den LKW, weil die Bahn auch viele, sagen wir mal, nicht profitable Standorte ja abgeschnitten hat und auch insgesamt zu inflexibel war. Wenn jetzt aber der Wille ist, das wieder zu reaktivieren, sehe ich da gute Chancen, weil wir haben natürlich viele Güter, die kommen aus den Häfen. Viele Güter könnten auch über die Schiene von China zum Beispiel, über die Seidenstraße, da haben wir ja schon das Thema Duisburg, aber auch in andere Standorte gefahren werden. Die Initiativen oder Nachfragen gibt es da auf jeden Fall. Also wir würden das sehr begrüßen, wenn auch das Thema Güterverkehrszentren, GVZ, wieder weiterentwickelt werden könnte. Wir haben so den Eindruck, die sind jetzt so alle vollgelaufen und das hat sich gut entwickelt und sind auch begehrte Investitionsstandorte geworden. Und wir sehen da einen großen Bedarf auch an weiteren dieser Art, wo auch Terminals entstehen sollten, also Straße-Schiene-Umschlag primär. Wasserstraßen sehe ich nicht ganz so wichtig. Da gibt es Spezialisten, die das dann auch benutzen, aber das ist dann nochmal ein Stück langsamer. Ja. Aber auf jeden Fall die Terminals, Straße-Schiene-Umschlag sind wichtig. Und da wäre es auch schön, vielleicht zusammen mit der Bahn mal solche Standorte anzuschauen, wo man sowas nochmal etablieren kann. Ja. Also da sehen wir auch große Bedarfe an sehr großen Standorten. Ja. 50 Hektar, 100 Hektar werden durchaus an vielen Stellen in Deutschland noch weiterhin benötigt, weil wir eben auch von der Zusatznachfrage noch ausgehen in der Zukunft für weitere Logistik, aber auch für Produktionsflächen. Wir haben das ja auch gehört, dass eben auch mehr Lagerung vor Ort stattfinden soll, dass vielleicht auch mehr Produktion in Deutschland stattfinden soll, zumindest für kritische Güter, Pharmaprodukte. Und wir erwarten auch, dass alle Unternehmen jetzt über ihre Supply Chains nachdenken und dann doch das eine oder andere wieder näher ranziehen, ob das jetzt Deutschland ist oder anliegende Länder, muss man dann mal sehen. Aber ich glaube, jedes Unternehmen beschäftigt sich im Moment damit und die Nachfragen werden uns dann vermutlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres erreichen. Und wir können im Moment in manchen Standorten Deutschlands, in Süddeutschland zum Beispiel, nur schwer überhaupt noch Flächen anbieten für neue Logistikentwicklungen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wo kriegen wir eigentlich diese Flächen her, die wir brauchen? Also wenn ich die Worte von Frau Nikutta mal richtig interpretiere, brauchen wir viel mehr Flächen, um eben diese Vorratshaltung abzudecken. Wo kriegen wir diese Flächen eigentlich her? Also wir werden jetzt ja nicht Wohnungen dicht machen können, um da zu lagern. Das wird politisch nicht durchsetzbar sein. Wo kriegen wir diese Flächen her und wie kann der Bund das auch unterstützen? Also wir haben jetzt ja gerade, erleben ja hier gerade in der Region das Thema Tesla-Ansiedlung, was einfach sehr weit vorgeplant war und deshalb konnte Tesla eigentlich da aufsetzen und relativ schnell in die Realisierung gehen. Was kann der Bund da unternehmen, um einfach Flächen bereitzuhalten, die möglicherweise aus dem Bundesvermögen kommen? Die BIMA hat ja riesige Flächen aus Standorten der Verteidigung zum Beispiel, die man dafür nutzen könnte. Ja, da kommen wir jetzt schnell in die Schwierigkeiten mit den unterschiedlichen Zuständigkeiten. Also ich habe ja einen Wahlkreis Ludwigsburg, der ein starker Logistikstandort ist, was Schiene anbelangt, aber eben auch was Straße anbelangt, aber dicht besiedelt in der Region Stuttgart. Also die diversen Logistikunternehmen, die geben sich die Türklinke gegenseitig in die Hand bei allen Bürgermeistern. Und sie hören eigentlich immer von den Bürgermeistern nur, ja, interessant, aber Logistik wollen wir dann doch nicht. Da haben wir schon einen Gemeinderatsbeschluss dagegen. Also da hilft, glaube ich, erstmal wirklich Werben für Logistik insgesamt. Das sind nicht irgendwie nur verschwendete Flächen, sondern da ist auch sehr viel Innovation dahinter. Wenn ich es aus so einer dicht besiedelten Region wie meiner Heimatregion sehe, dann muss man, glaube ich, auch schauen, wie man Flächen effizienter nutzen kann. Also wir haben, glaube ich, immer noch, das können Sie besser beurteilen, viele Logistikstandorte, wo einfach viel Fläche dann gar nicht genutzt wird aus irgendwelchen Gründen, die man sinnvoller entwickeln könnte. Wir müssen alles nutzen, was mehr Effizienz bedeutet. Da können wir dann wieder unterstützen, wenn es zum Beispiel um autonome Anwendungen geht, wenn es um Digitalisierung geht mit Förderprogrammen, wo wir dann einfach auch
solche Entwicklung unterstützen wollen. Aber es braucht halt dann auch mal wieder die innovativen Unternehmen, die das umsetzen. Da gibt es ja auch wirklich viele. Aber wir können jetzt als Bund nicht sagen, hier in der Region, da muss jetzt mal was passieren. Das wird jetzt von uns angeordnet. Wir hatten ja selbst bei der Tesla-Debatte Bundesländer, die gesagt haben, wir wollen sowas gar nicht, weil wir haben da keinen Platz dafür und wir wollen auch gar nichts mit Auto mehr zu tun haben beispielsweise. Also da kommt es dann eben schon immer sehr auf das Regionale an. Sie haben noch BIMA angesprochen. Da ist die Erwartung der kommunalen Seite immer, dass der Bund die Entwicklung dann und die Entscheidung über die Entwicklung der kommunalen Seite überlässt, was ich schon auch verstehen kann. Also ein Bürgermeister oder ein Gemeinderat hätte es jetzt sicher nicht gern, wenn der Bund einfach an ein von ihm ausgewähltes Unternehmen das verkaufen würde und dann auch über die Entwicklung entschieden worden wäre. Aber klar, für viele Kommunen steht zurzeit eher die Entwicklung von Wohnraum im Mittelpunkt, ja auch aus verständlichen Gründen, oder man hofft dann eben auf andere Industrieansiedlungen. Deswegen ist das schon ein Dauerkonflikt fast schon, aber ich sehe schon Chancen, indem wir zum einen werben für Logistik und die Innovation, die dahinter steckt, indem wir versuchen, die Flächen auch wirklich effizient zu nutzen, mit Digitalisierung, mit solchen Möglichkeiten dann auch voranzukommen. Und so muss es dann gelingen, auch diese Standorte genehmigt zu bekommen, die Unterstützung dafür zu bekommen, weil einfach ja jeder auch sehen muss, welche Bedeutung Logistik auch für Städte und für dicht besiedelte Regionen hat. Ohne Logistik funktioniert eben einfach nichts. Europa hat ja jetzt die Ratspräsidentschaft an Deutschland übergeben für ein halbes Jahr. Und inwieweit spielt da Logistik eigentlich eine Rolle? Also was gibt es für europäische Projekte, die vom BMVI vorangetrieben werden? Und ich stelle gleich mal eine konkrete Frage. Hier die Region, die hat ja einen Hochseehafen vor der Tür. Und ich weiß nicht, wer jetzt welchen Namen nennt. Die meisten werden natürlich Hamburg nennen. Es ist aber Stettin, der viel näher dran ist, aber natürlich auf polnischem Gebiet ist und im Rahmen eines Europakonzeptes sehr wohl für die Region eine wesentlich höhere Rolle spielen könnte. Wie sieht da solche Europapolitik aus? Also es ist gut, dass die Frage heute gestellt wird, weil heute die Green Shipping Konferenz im Rahmen der Ratspräsidentschaft in Hamburg stattfindet und auch das halbe Ministerium, glaube ich, dort ist. Erfreulicherweise trotz Corona auch einige der anderen Mitgliedstaaten persönlich anwesend sind oder eben dann auch digital zugeschaltet sind. Wir versuchen da schon jetzt auch im Rahmen der Ratspräsidentschaft unsere Themen natürlich auf die Tagesordnung zu bringen. Ich glaube, es wird keinen wundern, dass es nicht ganz einfach ist, in dieser Corona-Zeit auch mal über solche Themen, die jetzt nicht so als so akut empfunden werden, zu diskutieren, sondern wenn der Andreas Scheuer sich mit seinen Kollegen in der Regel jetzt digital austauscht, dann stehen halt immer erstmal diese akuten Corona-Themen auf der Tagesordnung. Wir wollen aber, dass unsere Ratspräsidentschaft nicht nur als Corona-Ratspräsidentschaft in Erinnerung bleibt, sondern dass das, was wir uns vorgenommen haben, von dieser Green Shipping-Konferenz bis zu digitalen Themen, bis hin zu Luftverkehrsveranstaltungen, die wir geplant haben, dass wir das möglichst alles auch umsetzen können, aber schon eine gewisse Herausforderung. Logistik wird von den meisten Mitgliedstaaten, glaube ich, schon sehr national definiert. Wir haben jetzt als Bundesrepublik da ja schon ein bisschen eine besondere Rolle, weil wir sind halt einfach das Transitland Nummer eins. Wir sind der Logistikweltmeister. Wir haben viele große Unternehmen auch. Deswegen ist uns wie in vielen anderen Bereichen auch daran gelegen, dass man es möglichst europäisch definiert, voranbringt. Aber ich sehe Olli Luksic aus dem Bundestag. Also es ist nicht einfach mit deutschen Vorstellungen, wie wir es jetzt beim Mobilitätspaket gemerkt haben, auf europäischer Ebene sofort die Mehrheit zu bekommen, weil es gibt natürlich knallharte unterschiedliche Interessen. Und wenn Sie sich mit Logistik hier alle beschäftigen, dann kennen Sie ja auch, wie unterschiedlich die Interessenlagen in Osteuropa und bei uns und in anderen Ländern, die dann eher unsere Position unterstützen, sind. Deswegen ist es nicht einfach, da wirklich einen europäischen Ansatz zu entwickeln. Und wenn es um Standorte geht, dann haben wir natürlich schon einen knallharten Wettbewerb. Also da sind die deutschen Häfen genauso dran, versuchen alles, um ihre Marktposition auszubauen. Aber die anderen schlafen auch nicht. Das sind dann so nicht so bekannte Häfen, wie Sie gerade eingenannt haben, oder halt die großen bekannten Häfen in Niederlanden und so weiter. Da gibt es einfach einen knallharten Wettbewerb, wo wir jetzt aber auch nicht zu sehr eingreifen wollen. Wir unterstützen natürlich als Bundesregierung, dass sich der Logistikstandort Deutschland entwickelt. Deswegen, wenn wir da etwas tun können, dann tun wir das auch. Aber ansonsten ist, glaube ich, schon so, dass die Mitgliedstaaten das eher als nationale Politik definieren.
Ich hätte ja noch einen Vorschlag für die letzten Monate. Wir haben ja beim Handy-Telefonieren festgestellt, Roaming-Abkommen mit nationalen Gebührenstrukturen, was dann eben eine erhebliche Verteuerung von Telefonaten im Ausland bedeutet, wurde abgeschafft. Das Gleiche brauchen wir eigentlich auch auf der Logistikebene, weil ein Pakettransport von Aachen nach Köln kostet 4,90 Euro. Von Aachen nach Belgien kostet sozusagen 20 Euro. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das wäre also für so eine Vereinheitlichung auf jeden Fall nochmal ein Thema, wo man was machen könnte. Gibt eine Frage aus dem Publikum. Wie fördern Sie eigentlich die Aktivierung von Brownfields? Weil wir gar nicht mehr so viel Greenfields zur Verfügung haben. Wie kann man das eigentlich fördern, Flächentransformationen voranzutreiben? Gibt es da Programme im Ministerium oder ist es dann eher ein Bauthema? Ja, immer die unbefriedigende Antwort, wenn ein Politiker sagt, das ist immer nicht zuständig. Aber natürlich ist es wahrscheinlich mehr ein Thema für das Bauministerium, auch fürs Umweltministerium. Aber wir kommen immer dann ins Spiel, wenn es um Innovation geht, was mit Digitalisierung zu tun hat oder eben um den Anschluss an Infrastruktur. Und da ja wirklich unser Schwerpunkt eher, wenn es darum geht, digitale Lösungen zu entwickeln, wenn es um autonome Anwendungen geht. Da können wir dann unterstützen, wenn es jetzt ganz konkret um Entwicklung von Flächen geht oder dafür Förderprogramme, da sind dann eher andere zuständig. Okay. Herr Köpke, zum Thema Gleisanschluss. Sehen Sie da noch mehr Unterstützungsbedarf? Ich meine, Herr Bilger hat ja viele Programme genannt, die da unternommen werden. Aber für den klassischen Mieter, Investor, reicht das, glaube ich, nicht aus, um sich für einen Bahnanschluss zu entscheiden. Ja, es gibt ja eine ganze Menge Bahnanschlüsse, die vorhanden sind, die vielleicht mal stillgelegt wurden vor ein paar Jahren, aber die noch da sind. Die Trassen sind da, die Gleise können vielleicht erneuert werden. Thema Brownfields, das sind natürlich oft große Grundstücke, die mal anders genutzt wurden. Da sehen wir eine riesige Chance natürlich, weil Greenfields haben wir nicht mehr genug oder das dauert auch zu lange, die auszuweisen, aber die Brownfields sind da, die schneller wieder zu reaktivieren, auch mit Gleisanschluss vielleicht zu versehen. Das sind oft sehr, sehr große Grundstücke, oft, sagen wir mal, einen Schluck aus der Pulle zu viel für einen Entwickler, der im Logistikbereich tätig ist. Und da wäre es natürlich gut, sagen wir mal, noch so eine Koordinierung zu haben oder so eine Anschubfinanzierung, gerade was auch die Kosten angeht für einen zusätzlichen Gleisanschluss, vielleicht für ein Umschlagterminal. Also gerade so große Grundstücke, von denen es noch ein paar weniger gibt in Deutschland, könnte man vielleicht zügiger angehen, auch mit einer staatlichen Unterstützung, um sie ins Laufen zu kriegen. Und das Thema auch wieder GVZs oder wer macht es dann, ja, wer macht diese Koordination. Aber ich denke mal, ist ganz wichtig jetzt in der Phase, wo wir, sagen wir mal, absehbaren Zusatzbedarf haben an Grundstücken, dann auch massiv die Brownfields anzugehen und schneller wieder in Nutzung zu bringen, ja, in eine Bebauung, moderne Bebauung. Mhm. Also ich kann vielleicht am Beispiel Tesla mal darstellen, was wir da jetzt auch machen können. Die waren bei uns, stand am nächsten Tag schon in irgendeiner Zeitung, weshalb auch immer, aber die haben dann ihre Erwartungen mal präsentiert. Bei vielen muss man sagen, nicht unsere Zuständigkeit, aber da kann man ja auch sagen, wir stellen euch mal gerne den Kontakt her zu dem zuständigen Landesministerium, zumal die mit Brandenburg ja eh schon in Kontakt waren. Aber dann konnten wir denen auch einfach mal darstellen, was können wir machen. Also das ist die Gleisanschlussförderung, die auch genutzt werden soll. Das ist dann auch die Frage, wie kann man so einen Standort für die Beschäftigten attraktiv machen. Also Bahnanschluss für den Personenverkehr, dann natürlich Autobahn in der Nähe, wie stellt man sicher, dass der Verkehr dort fließen kann? Und das machen wir jetzt natürlich nicht nur, wenn Tesla kommt, sondern auch, wenn andere große Ansiedlungen geplant sind. Gerade ein anderes Projekt in meinem Heimatbundesland, wo genau so ein Unternehmen kam und ein Riesenprojekt vorgestellt hat und gefragt hat, was könnt ihr da machen? Auch da war die Antwort, bei vielen ist das Land zuständig. Aber dann haben wir halt mal organisiert, dass es da auch den Austausch mit dem Land gegeben hat. Und dann sind das schon Möglichkeiten, die wir haben. Gleisanschlussförderung, freuen wir uns über jeden Antrag, der gestellt wird. Wir freuen uns über jeden Antrag, wenn es um kombinierten Verkehr und die entsprechenden Anlagen geht. Das gibt wirklich viele engagierte Unternehmen, die das auch vorantreiben, aber es könnte auch noch mehr sein. Nicht immer sind die Programme auch gleich ausgebucht. Manche sagen dann auch, das liegt an den schwierigen Kriterien, die ihr da macht und so weiter. Das sind wir natürlich auch immer offen für Kritik, aber ja, wie gesagt, wenn es da viele gibt, die solche Projekte vorantreiben wollen, dann freut es uns und dann unterstützen wir das auch gerne mit solchen Möglichkeiten. Vielleicht nochmal ein anderes Thema, Bahn. Gibt es ja eine strikte Trennung zwischen Personen- und Güterverkehr. Bei meiner alten Spielzeugeisenbahn war immer ein Gepäckwagen dabei beim Personenzug.
Und die Frage ist, wie kriegen wir das wieder ein bisschen weiter integriert? Wir haben ja hier in Berlin beispielsweise den schönen Hauptbahnhof, der ist eigentlich quasi auch ein Shoppingcenter. Der könnte aber auch sehr wohl logistische Aktivitäten übernehmen. Also wir haben eigentlich Direktverbindungen zwischen den Städten im Stückgutbereich, die man auch mit dem Personennetz, die sind nicht schwer. Also wir wollen da keine Eisenerze transportieren auf dem ICE-Netz. Aber was spricht zum Beispiel dagegen, mal der Bahn aufzugeben? Macht euch mal Gedanken über einen Cargo-ICE, wo einfach regelmäßige Verbindungen da sind und wir vor allen Dingen die Ware gleich mitten in der Stadt haben, weil die Bahnhöfe ja mitten in der Stadt sind und neben Shoppingcenter eben auch entsprechende logistische Aktivitäten abbilden können. Wäre das mal ein Ansatz, was Sie mal forcieren könnten aus dem BMVI? Also im Innovationsprogramm ist zum einen ein Projekt benannt, das wahrscheinlich auch viele kennen, wo über Tunnelsysteme die Güter in die Städte transportiert werden sollen und dann dort weiterverteilt werden sollen. Gibt es in drei großen Städten in Deutschland jetzt auch Machbarkeitsstudien dazu. Sowas finde ich sehr spannend. Ich werde mir in zwei Wochen mal in Frankfurt ein Projekt anschauen, wo die, glaube ich, eine U-Bahn genutzt werden soll, um in den Zeiten, wo halt nicht so viele Fahrgäste sind, Güter zu beliefern oder Güter zu transportieren. Macht ja Sinn. Die sind mitten in den Stadtzentren unterwegs, da wo viel Stau ist, wo sich der LKW schon schwer tut. Und da gibt es tolle Projektideen, sowas einzusetzen, aber da unterstützen wir gern wieder die Entwicklung von solchen Ideen, aber wenn es jetzt um die Bahn geht, da könnte die Frau Nikuta wahrscheinlich gut erklären, warum das keine gute Idee ist oder auch warum es eine gute Idee ist, aber dann muss sie entscheiden, ob sie das auch tatsächlich umsetzt. Mhm. Wir haben halt mal den Grundsatz in Deutschland oder irgendwann wurde es so entschieden, dass man halt das Netz so, wie wir es haben, als Mischverkehr fährt. Manchmal ist man schon ein bisschen neidisch, wenn man andere Länder anschaut, die das halt auch strikter trennen konnten zwischen schnellem Personenverkehr und dem Güterverkehr. Aber da fürchte ich, ist die Zeit für uns vorbei, das System ganz neu aufzubauen, weil wir dafür einfach auch zu dicht besiedelt sind. Aber wenn es so innovative Ansätze gibt, wie das, was ich mir dann in zwei Wochen mal in Frankfurt anschauen werde, mal eine U-Bahn Güter mitzutransportieren, dann finde ich das gut und unterstützenswert. Gut, ganz herzlichen Dank an die Runde. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank an die Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten alle Themen ein bisschen beleuchten. Wir haben natürlich nur eine begrenzte Zeit und ich komme zum nächsten Programmpunkt. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für die vielen Stichpunkte, die Sie bearbeitet haben. Das schreit nach Wiederholung bzw. Fortsetzung. Die Themenfelder sind doch alle schon sehr komplex. Also der Tag der Logistik 2021 steht eigentlich jetzt schon fest. Kommen wir zum zweiten Keynote des Tages, Oliver Luksic. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages, Landesvorsitzender der FDP Saar und Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sie merken schon, dieser Ausschuss ist ein Schlüsselausschuss für die Logistikbranche. Denn in diesem Ausschuss wird unter anderem federführend darüber beraten, wie sich Verkehrsprojekte schneller realisieren lassen. Die FDP lieferte Mitte Februar mit dem Antrag, ein modernes Planungsrecht für das 21. Jahrhundert schaffen, jedenfalls schon mal die Vorlage dazu. Und die Forderung der Liberalen ist unmissverständlich. Die Bundesregierung möge bitte bis Ende 2020 ein weiteres umfassendes Planungsbeschleunigungsgesetz für den Verkehrsbereich einbringen. Herr Staatssekretär, Sie haben ja auch schon von diversen Beschleunigungsgesetzen erzählt. Jetzt kommt noch eins dazu. Ob und was sich wie getan hat, das wird jetzt nun Herr Oliver Luksic berichten und sicherlich noch einiges mehr. Herr Abgeordneter, wir sind sehr gespannt auf Ihren Bericht. Ja, liebe Frau May, Herr Steinmüller, lieber Steffen Bilger, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Sind in knapp 5 Minuten versuche ich mal einige aktuelle Themen kurz anzureißen. Wir können ja dann das weiter vertiefen, was Sie interessiert in der Aussprache. Ich glaube, wir haben zwei große Trends im Bereich von Verkehr und Logistik, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Durch Corona gibt es hier ein Stück weit Beschleunigung dieser Trends, aber eben auch einen Trend hin zur Staatswirtschaft und den möchte ich mir erlauben, anhand von einigen Beispielen kritisch zu hinterfragen. Zum einen, um anzufangen, es ist die Voraussetzung, die Grundlage für viele innovative Modelle ist natürlich der Bereich der
Digitalisierung. Gab es ja gerade wieder eine neue Studie, digitale Wettbewerbsfähigkeit, wo Deutschland ein Stück weit zurückgefallen ist. Als Industriestandort sind wir bei dem Thema der Infrastruktur nicht da, wo wir eigentlich sein müssten. Ob das beim Thema Mobilfunk ist, wo, glaube ich, der falsche Ansatz ist, über die Versteigerung viel Geld zu akquirieren. Das war ja bei UMTS so, auch jetzt bei 5G, statt eben meines Erachtens sogar Lizenzen umsonst zu vergeben, aber eben mit einer hohen Verbindlichkeit und Auflagen, was die Flächenabdeckung angeht. Das wäre meines Erachtens der richtige Ansatz. Stattdessen wird ja das Geld genommen für den Glasfaserausbau. Da würde ich darauf setzen, Anteile beispielsweise des Staates an der Deutschen Telekom zu veräußern, um diese dort zu investieren, weil wir eben auf Glasfaser setzen müssen und nicht auf, was immer noch gemacht wird, auch auf das Beschleunigen von Kupferkabeln mit dem sogenannten Vectoring. Also der Staat ist da nicht die Lösung. Und jetzt ist ja beim Thema weiße Flecken die sogenannte MIG-Mobil-Infrastrukturgesellschaft geplant, die an der bundeseigenen Toll-Collect angekoppelt sein soll. Das, glaube ich, ist der falsche Ansatz. Es ist, glaube ich, nicht die Aufgabe des Staates, Funkmasten zu bauen. Deswegen teile ich die Kritik, die auch der Bundesrechnungshof hier geäußert hat, dass Doppelstrukturen entstehen. Und das würde ich als Aufgabe des Marktes sehen. Wie wir auch meines Erachtens wieder kritisch hinterfragen müssen, was bei der Lkw-Maut gemacht wurde. Die Toll-Collect ist ja damals historisch mit etwas Verspätung, aber doch leistungsfähig in das Thema reingekommen und sollte ja nach einer juristischen Sekunde in Staatshand wieder veräußert werden. Und dieser Privatisierungsprozess wurde ja Ende 2018, Anfang 2019 gestoppt. Und ich glaube, das war ein Fehler, auch mit Blick auf die damalige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die meines Erachtens ein Stück weit auch das Papier da nicht wert war, weil ja einer der Hintergründe ja war, die sogenannten Synergieeffekte mit der Pkw-Maut. Da wissen wir, aus der ist nichts geworden. Und deswegen halte ich es für richtig, das wieder zum Thema zu machen. Im deutschen Haushalt waren 350 Millionen vorgesehen für die Toll-Collect. Ist meines Erachtens ebenfalls nicht Aufgabe des Staates, ein solches System und jetzt noch zusätzlich die Mobilinfrastruktur zu betreiben. Und es hat ja auch, glaube ich, wie Sie auch der Presse entnehmen konnten, für eine Reihe an Verschiebebahnhöfen und Tricksereien Platz gelassen. Deswegen ist es, glaube ich, generell gut, wenn der Staat sich aus dem Wirtschaftsleben möglichst zurückzieht. Das ist, glaube ich, eins der vielen Beispiele. Ich konnte eben leider nicht Frau Nikuta folgen. Ich glaube, eine Aufgabe, wo es ja eine große Einigkeit parteiübergreifend im Deutschen Bundestag gibt, ist ja bei der Frage, wie schaffen wir es, die Schiene so zu ertüchtigen, damit wir mehr Verkehr auf die Schiene bekommen. Da muss man kritisch feststellen, dass das die letzten Jahre nicht gelungen ist. Wir müssen ja sagen, dass leider der Anteil der Schiene eher stagniert ist. Ein Blick ist auch da, glaube ich, auf die Strukturen notwendig. Ich begrüße ausdrücklich, was Steffen Bilger eben gesagt hat, Trassenpreise senken, Leistungs- und Finanzierungsverhandlungen. Es wird jetzt viel System in ein Geld in ein System gesteckt, aber die Frage ist, ob das System so richtig ist. Also ich glaube, die Trennung von Netz und Betrieb wäre sinnvoll. Man muss die Frage stellen, muss die Bahn auch der größte Busbetreiber sein in Deutschland und über Deutschland hinaus mit Arriva beispielsweise in England? Das sollte ja privatisiert werden. Da gab es ja Probleme beim Erstellen des Börsenprospektes, also eine verpasste Gelegenheit. Und die Bahn ist ja auch der größte Spediteur in Deutschland. Auch da stellt sich die Frage, ob hier vielleicht eine Öffnung für privates Kapital nicht sinnvoll wäre. Also auf jeden Fall richtig ist, Geld in das System Schiene zu stecken. Aber das muss meines Erachtens A in den Netzausbau gehen. Eben wo ist das Stichwort Schweiz gefallen. Also Gespräche mit Schweizer Delegationen sind immer eher unangenehm. Ähnlich, wenn wir mit Österreich, Brenner Nordzulauf reden. Also da ist viel passiert, aber Deutschland ist da ein Stück Nadelöhr. Und zum Zweiten die Digitalisierung der Schiene. Da würde ich mir noch mehr Ehrgeiz von der Bundesregierung erwünschen. Da ist es ja so, dass ECTS, digitale Stellwerke, also alles, was man machen kann, um die Kapazität des bestehenden Netzes zu erhöhen, einen Zeitraum von 15, 20 Jahren hat. Das ist viel zu lange und ich glaube, da brauchen wir ein Stück weit mehr Tempo, um eben dafür zu sorgen, dass wir ein Stück mehr Verkehr verlagern können. Ich glaube, auch innerhalb der Ratspräsidentschaft gibt es da Chancen. Green New Deal ist jetzt sehr viel Geld unterwegs. Wir müssen überlegen, wie wir eben den kombinierten Verkehr stärken können. Da würde ich auch Chancen sehen, bei den Sattelaufliegern zu fördern, dass die wirklich alle KV-fähig sind. Digitale Koppel, also der Einzelwagenverkehr ist in Deutschland
Deutschland ja eine Baustelle, an sich etwas Gutes, aber das könnte helfen, um den wettbewerbsfähiger zu machen. Und vielleicht können wir auch parteiübergreifend darüber nachdenken, wie wir Zu- und Ablauf beim kombinierten Verkehr vielleicht auch von der Maut befreien können, um das einfach ein Stück weit attraktiver zu machen, um dafür zu sorgen, dass wir die Schiene hier stärken, die ja im Moment nur stark ist bei schweren Gütern und langen Strecken, also klassische Kunden, Chemieindustrie, Stahlindustrie und eben nicht in dieser ganzen neuen Welt des wachsenden Paketvolumens beispielsweise eine Rolle spielt. Und da gibt es jetzt ja durch Corona, und damit kommen wir auch wieder zum Ende diesen Punktes, ja auch Veränderungen. Es ist ja eben in der Diskussion angeklungen, es wird mehr Verteilerzentren gerade in Ballungsregionen geben, und wenn es eben Instant-Hour-Delivery gibt, und dann ist es notwendig, dass es auch Lager gibt, und je größer das Lager und je weniger zeitkritisch, desto mehr neue Chancen auch für die Bahn. Insofern sehe ich da neue Möglichkeiten, wenn man dies gezielt zusammen mit Politik und Wirtschaft angeht. Daran anschließend, das ist jetzt eher ein Thema für die Zukunft, noch zum Abschluss ist natürlich auch die Frage, wie sieht es aus mit neuen Lieferdiensten wie der Drohne. Da halte ich für vieles richtig, was in Ansätzen aus der Bundesregierung kommt, und würde mir da noch mehr Mut wünschen. Wir haben ja das Flugtaxi, über das viel diskutiert wurde, aber da haben wir viel starke Firmen in Deutschland, ein globaler Wettbewerb. Da ist meine Sorge auch nach Besuchen bei solchen Firmen, dass das eher im arabischen Raum auch in die Anwendung kommt. Bei der Drohne sehen wir ja DHL in China, Amazon in den USA. Also da brauchen wir Testfelder, Testzonen, keine zu starre Regulierung. Es ist ja viel auch Landesrecht, Landesluftfahrtbehörden, die dazu Genehmigungen geben müssen. Also um auch einfach solche neue Innovationen in den Markt zu bringen. Also alles in allem eine spannende Zeit, unheimlich viel Veränderung, die am Ende des Tages auch Logistik, Immobilien berühren. Und an den vielen Beispielen möchte ich nochmal zusammenfassend sagen, mir ist es wichtig, dass es einen wettbewerblichen Rahmen gibt, der Innovation ermöglicht. Da muss meines Erachtens auch der Staat investieren, aber eben die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft stärken und eben nicht auf Staatsunternehmen oder zu sehr auf planwirtschaftliche Ziele setzen. Ich glaube, dann bleiben wir in der Logistik Weltmeister, und das sind wir ja, und dafür lohnt es sich auch, sich weiter anzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Luksic. Auch Sie haben sich bereit erklärt, noch ein paar Minuten zur Verfügung zu stehen. Auf Wiedersehen, Herr Staatssekretär. Genau, so viel Freundlichkeit muss auch schon sein, dass man jemanden, der so einen engen Terminkalender hat, absolut auch verabschiedet. Sie haben in Ihren kurzen, rasanten Ausführungen ein paar Stichworte geliefert. Da muss ich noch mal nachhaken, ob ich das richtig verstanden habe. Toll Collect. Ja. War das richtig zu hören, dass da so ein Unmut durchschimmerte und Sie eigentlich eher dafür plädieren, wir privatisieren? Das war ja der Plan. Da waren sich auch der Bundesverkehrsminister, da gab es eine Reihe an Untersuchungen, die klar belegt haben. Ich habe mir auch die Konzepte von manchen Betreiberkonsortien angeschaut, die gesagt haben, sie sind 1 oder 1,5 Milliarden effizienter, als wenn es in Staatshand ist. Und dann gab es eben Ende 2018 eine vom Ministerium in Auftrag gegebene vorläufige Wirtschaftsuntersuchung. Und da haben jetzt wirklich eine ganze Reihe an Leuten draufgeschaut, die das sehr kritisch hinterfragen, weil sich gar keine Variablen geändert haben von dem einen zum anderen Monat. Aber auf einmal herauskam, dass es doch vermeintlich effizienter sei, dass es der Staat macht. Und das haben wir auch in dem Untersuchungsausschuss nochmal klar herausgearbeitet. Das war ja der politische Wille, die Toll Collect A, das war die erste Option, zu benutzen, um ganz die Pkw-Maut zu betreiben, was auch ein logisches Gedankenspiel sein könnte. Da ist man nur leider zu spät auf die Idee gekommen. Und dann war eben der Plan B, die Toll Collect zu nutzen, um die Kosten der privaten Betreiber zu senken, weil die hatten ja nur 2 Milliarden vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung. Es kostet aber leider 3. Also man sieht, Staatsunternehmen werden auch oft genutzt für andere Zwecke. Könnte ich jetzt auch von der Deutschen Telekom ausführen, die ja für beides geworben haben. Also ist eine andere Branche. Sieht, aber die haben bei beidem eine Rolle gespielt, auf die Pkw-Maut geboten, auf die Lkw-Maut. Der Staat hat da Anteile und redet denen dann aber ins Geschäft rein. Das ist generell keine gute Mischung. Und wie gesagt, der Staat hätte 350 Millionen Euro eingenommen, stattdessen hat er 87 Millionen jetzt gezahlt. Also wenn wir Toll Collect das mal weiterspielen, privatisieren, wofür nehmen wir dann das Geld?
Ja, wir haben ja eben die Baustellen genannt, die sind ja vielfältig, Dekarbonisierung, Digitalisierung, also gerade im Mobilfunkbereich, jetzt wird wieder eine gigantische neue Behörde geschaffen und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns auch mal umschauen, also sowohl die Maut ist ja selbst in Frankreich keine Staatsaufgabe, ein sehr staatszentriertes Land und auch der Mobilfunkausbau, der wird ja nicht von Behörden gemacht, auch der Impfstoff kommt nicht vom Amt, der kommt aus der privaten Wirtschaft und deswegen bin ich dafür, die zu stärken, Geld für die Infrastruktur zu nutzen, für Investitionen, aber dieser Trend, dass wir immer mehr Unternehmen verstaatlichen, das halte ich für gefährlich, weil es die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft auch ein Stück weit aushöhlt. Okay, dann deklinieren wir das mal weiter durch. Wenn Sie sagen, okay, man könnte eigentlich durch ein, sage ich mal, Desinvestment Mittel generieren, die man an anderer Stelle investieren kann, dann fällt einem ja noch das Beispiel Schenker ein. Ja. Die Bahn ist an der Schenker beteiligt, einem Speditionsunternehmen. Sie haben die Frage aufgeworfen, warum muss die Bahn an einem Busunternehmen beteiligt sein? Könnte man natürlich auch die Frage aufwerfen, warum an einem Speditionsunternehmen? Ist das auch vorstellbar für Sie zu sagen, ne, man zieht sich aus dieser Beteiligung zurück, verkauft sie und mit dem Erlös kann man machen was? Also generell beim Schienengüterverkehr ist ja der Anteil der Privaten steigend, Cargo, DB Cargo stagniert und ist rückläufig. Und meine Sorge ist, dass die vielen Subventionen, die jetzt in die Hand genommen werden, ja auch da den Wettbewerb verzerren. Also insofern ist das das Erste, wo man drauf schauen muss. Trennung Netzbetrieb ein weiteres. Arriva hat die FDP mehrfach im Deutschen Bundestag beantragt, wollte die Bahn mit Verspätung aufgrund des Kostendrucks der Verschuldungssituation machen. Da gab es ja dann ein Problem beim Börsenprospekt, weswegen das verschoben wurde. Das ist einfach nicht die Kernaufgabe des Staates, Busse in Großbritannien zu betreiben. Und ja, auch im Speditionsgeschäft, wenn man mal im Ausland unterwegs ist und sieht, was dort passiert, aber auch in Deutschland, wir brauchen ja ein Stück weit fairen Wettbewerb zwischen den vielen großen mittelständischen Speditionen und dem Staat und deswegen muss man sich auch dieses Thema mit Sicherheit mal auf die Tagesordnung setzen. Auf der Skala von 1 bis 10, wobei 1 bis wenig wahrscheinlich und 10 sehr wahrscheinlich steht, wie realistisch schätzen Sie das Stichwort Flugtaxi ein in den nächsten 5 Jahren? Also 1 bis 10? 7. In den nächsten Jahren heißt, wie viele Jahre? 5 Jahre. Wir sagen 5 Jahre. Aber nicht in Deutschland. Okay, vielen Dank, das ist ein Statement. Gibt es Fragen an den Abgeordneten? Ich sehe zwei von der Online-Community, die greife ich gleich mal auf. Aus Ihrem Auditorium hier bei uns nicht. Okay, dann gehen wir kurz auf die Fragen ein. Sollte die Maut an CO2-Emissionen gekoppelt werden? Die Lkw-Maut, Steffen Bilger hat zu Recht gesagt, wurde ja a. mehrfach erhöht und auch b. auf Bundesstraßen ausgeweitet. Also das Aufkommen ist massiv gestiegen. Da gibt es auch rechtliche Vorgaben von der europäischen Ebene, die man einhalten kann und muss. Wir haben es ja mit den Euro-Klassen, das ist, finde ich, ein ganz guter Anreiz. Wir haben jetzt ja die Mautspreizung erhöht, damit es eben einen Anreiz gibt, in die derzeit höchste Klasse Euro 6 zu gehen. Also generell haben wir einen solchen, wenn der auch ein bisschen anders, einen solchen Mechanismus, den ich im Kern richtig finde. Aber es gibt sowohl bei den Herstellern als auch im Gewerbe im Moment eine sehr große Unsicherheit, weil wir ja auch da eine Regulierung haben, was die Hersteller angeht. Und wir jetzt da auf noch emissionsärmere Fahrzeuge zurückgehen müssen, das macht mir große Sorge im Moment. Eine zweite Frage beschäftigt sich mit einem Stichwort, das Herr Köpke eigentlich auch schon angedeutet hat. Lagerräume sind die neuen Kaufhäuser und ich habe gesagt, vielleicht ist es auch umgekehrt. Einer aus der Online-Community hat das aufgegriffen. Was halten Sie von einer Nachnutzung von Warenhäusern als Lagerimmobilien? Also das ist ein ganz spannender Gedanke, der, glaube ich, in der Politik noch gar nicht so angekommen ist. Und da haben wir wahrscheinlich ein Henne-Ei-Problem, aber es ist insofern wichtig, dass die Debatte losgestoßen wird, weil ich glaube, gerade bei den Immobilien aufgrund Internethandel, jetzt noch Lockdown etc., da wird Bewegung reinkommen und über sinnvolle Nutzung proaktiv nachzudenken, ist, glaube ich, absolut sinnvoll und richtig. Und da ist halt eben die Kunst, dann verschiedene Akteure, Politik und Wirtschaft an den Tisch zu bringen, gerade in der Politik, wir haben es eben gehört, die verschiedenen Gebietskörperschaften, umso wichtiger ist, dass die auch diese Debatte anstoßen. Ich halte da sehr viel davon, weil hier wirklich durch den Markt auch Bewegung reinkommt und es ja auch neue Möglichkeiten gibt in der Logistik und das macht auf jeden Fall Sinn. Spielen wir noch mal ganz kurz den Ball, so viel Zeit muss sein, an Herrn Köpke, um das mal zu verproben. Sind Sie auch offen für so eine Idee? Sehen Sie im Markt eine Nachfrage an Nachnutzungskonzepten von innerstädtischen Warenhäusern für die Logistik?
so als Lagerimmobilien eher weniger, ja. Also zur Einlagerung, wenn dann zum Paket, sagen wir mal, letzte Meile, Transport oder Umschlag. Da haben wir bei den typischen Karstadt-Kaufhofs dieser Welt haben wir halt sehr wenig Andienungsflächen. Also die Belieferung dieser Warenhäuser ist schwierig bei den großen Paketmengen, die dort umgeschlagen werden müssten. Das sehe ich eher kritisch, ehrlich gesagt, was das angeht. Ich sehe eher, dass diese Warenhäuser wiederbelebt werden könnten mit Online-Offline, also mit Läden, mit Geschäften, die ganz normal eine Fensterfront haben und die dann das Laufpublikum anziehen und vielleicht im hinteren Bereich mit einem kleinen Kommissionier- und Versandbereich, dass eben also dieser Shop dann eben auch vom Laden aus, von seinem Lager aus, was dann vielleicht im hinteren Bereich dieses Warenhauses ist, dann sehr schnell, also same day auf jeden Fall oder sogar 2 hours, ja, mit Kurieren, dann die Nachfrage bedienen kann, die dann online den Laden erreicht. Ja? Also diese Verbindung oder diese Themen wie Click und Collect, ja, dass jemand bestellt und dann abholt und dann auch, wenn es nicht passt, dann gleich natürlich das passende Teil anprobiert. Also diese verschiedensten Möglichkeiten der Verbindung von Online, Offline sehe ich eher ganz gut untergebracht in diesen Warenhäusern, weil sie eben auch viele dunkle, innenliegende Flächen haben und da muss man natürlich komplett umbauen, so ein Ding. Ja? Aber als Lagerflächen sehe ich es schwierig. Anders ist es in Amerika zum Beispiel, wo es ja diese Bestrebungen gibt jetzt mit Simon Properties, die mit Amazon, jetzt hat man ja gelesen, Amazon eine Kooperation machen wollen, wo sie eben die Malls auf der grünen Wiese eben als Umschlagzentren zur Verfügung stellen wollen. Die haben aber wiederum sehr viele Parkplätze, sehr viele, sagen wir mal, Rangierflächen für die Sprinter, die dann ausliefern. Also das sind ganz andere Voraussetzungen. Ich meine, die Shoppingcenter auf der grünen Wiese bei uns sind ja überwiegend in gutem Betrieb, ja, also werden ja weiter angenommen. Es geht ja jetzt nur um die Innenstädte und da natürlich gerade die Anker, die Warenhäuser sind natürlich kritisch, wenn ich sehe, also gerade der Kaufhof in Neuss hat gerade seine letzten Tage, ja, wenn der dann zu hat, dann fehlt natürlich doch ein wesentlicher Anziehungspunkt in der Stadt und dann werden auch die Geschäfte natürlich, die daneben an sind, dann ein bisschen leiden, weil dieser Anker fehlt und das ist ein Riesenproblem für die Städte und da muss man aber mit den Entwicklern dieser Warenhäuser natürlich kreativ rangehen und gucken, wie baut man sie um. Und das sehe ich jetzt nicht unbedingt in Richtung Büro oder Wohnen, sondern dann wirklich in irgendwo eine Kombination Online-Offline. Da müssen Shops rein, die beides spielen und dann entsprechend die Flächen komplett neu aufteilen. Herr Luksic, abschließend noch eine ganz kurze Antwort. Status quo Planungsbeschleunigungs für den Beschleunigungsgesetz für den Verkehrsbereich. Wie realistisch ist Ihre Forderung, mit dem Antrag da durchzukommen? Also da gab es ja erfreulicherweise kleine Schritte in die richtige Richtung. Da wollen wir quasi noch weitere, weil wir haben es ja eben bei den Bahnthemen kurz andiskutiert. 10, 20 Jahre für ein Stück Schiene, das ist, finde ich, indiskutabel. Auch der Brückenneubau, dass Sie ein komplett neues Verfahren durchlaufen müssen, wenn Sie die Brücke um 2 Meter verschieben, das ist ein Riesenproblem, was wir die nächsten Jahre immer stärker haben werden. Also insofern, da bin ich optimistisch. Es wird natürlich nicht 100% umgesetzt werden, aber die Debatte geht in die Richtung, weil auch diejenigen, die einen Radweg bauen wollen, erkennen, dass das in Deutschland schwierig ist. Deswegen muss sich im Planungsrecht was ändern. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ein Applaus, genau, hat er verdient. Und wir kommen zu einem dritten Keynote, der leider heute nicht bei uns sein kann, aber er wird zugeschaltet. Logistik ist unmittelbar mit Verkehr verbunden. Das haben wir jetzt nun heute schon mehrfach gehört und das wissen Sie alle selber besser als ich, wenn Sie mit Logistik zu tun haben. Verkehrspolitik ist wiederum eng mit Umwelt-, Wirtschafts- und Energiepolitik verbunden. Dieses Beziehungsgeflecht, haben wir heute auch schon gemerkt, Stichwort Zuständigkeiten, ist also ziemlich kompliziert. Und trotzdem sagt Cem Özdemir, zwischen Wirtschaft und Umwelt gehört kein Oder. Wie das funktionieren kann, das werde ich jetzt den Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur direkt fragen. Cem Özdemir, herzlich willkommen. Sie sind der Verkehrsexperte in Ihrer Fraktion. Unterstellen wir doch mal, bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr haben die Grünen einen richtig guten Lauf und Sie werden dann für die Verkehrspolitik zuständig. Was uns natürlich als Logistikbranche interessiert, wie es dann um die Zukunft des
Wirtschaftsverkehrs aussieht, was Ihre Ideen sind, welche Innovationen Sie voranbringen wollen. Was ist möglich? Ja, erstmal wäre, glaube ich, ein Wechsel an sich schon eine Art Innovationsfortschritt nach 10 Jahren CSU-geführtes Verkehrsministerium, wenn man an die Überschriften denkt. Elektrifizierte Eisenbahn, leider in Deutschland eher ein Fremdwort, in der Schweiz 100%, bei uns gerade mal unter 60%. Wenn man an das Thema denkt, Glasfaserausbau, bei uns nach wie vor dominiert das Kupferkabel. Anderswo nehmen Sie die baltischen Staaten, nehmen Sie Skandinavien, Hightech, Highspeed, kein Fremdwort bei uns, sind wir quasi als viertgrößte Volkswirtschaft Entwicklungsland. Die Themen, mit denen sich das Verkehrsministerium heute immer noch beschäftigen müssen, ist die absurde Ausländermaut, die uns mehrere hundert Millionen kostet, ohne dass sie irgendeine Einnahme generiert. Die Zukunftsbegriffe, die wir eigentlich bräuchten, wäre, wie schaffen wir es, dass wir Verkehr verlagern von der Straße auf die Schiene. Das wird ein ganz, ganz zentraler Punkt. Aber natürlich auch das Thema, wie kriegen wir auch den Lkw-Verkehr dekarbonisiert? Wie schaffen wir es insgesamt, dass der Verkehr seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet? Also runter mit den CO2-Emissionen, gleichzeitig aber mehr Mobilität für alle. Es gibt ja bereits innovative Ansätze. Von Elon Musk stammt beispielsweise die Idee für das Hyperloop-System, das man auch für den Lieferverkehr einsetzen kann. Können Sie sich vorstellen, so ein innovatives System in Deutschland bzw. Europa zu fördern? Eben weil es energieneutral ist und wir natürlich auch das Thema Distanz viel besser geregelt bekommen. Diese Kapseln sind kleiner als Flugzeuge, man kann Cargo und Personen parallel befördern. Da wollen wir wissen, wie sieht es aus? Sind Sie offen für so eine Innovation? Also Elon Musk hat uns schon manchmal überrascht. Ich denke da an die Fahrzeuge, die jetzt ja bald in Deutschland, in Brandenburg gebaut werden, von denen viele deutsche Automobilhersteller, wir sind ja diejenigen, die das Auto vor 130 Jahren erfunden haben, gesagt haben, geht nicht. Von daher wäre ich mal ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, geht nicht, funktioniert nicht, machen wir nicht. Ich würde uns raten, dass wir technologiezuversichtlich sind. Ja, wir werden Hightech brauchen, wenn wir den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen wollen. Das wird man nicht nur schaffen, indem man Verzicht predigt, sondern wir brauchen tatsächlich den neuesten Stand der Technik. Insofern hört sich das extrem spannend an und da werden wir alles dafür tun müssen, dass wir das hoffentlich zur Marktreife bringen. Ich würde aber trotzdem dazu raten, dass man die Technik, die man bereits hat, dass man die auch nutzt. Beispielsweise schienenbasierte Systeme. Wir sind in Deutschland eines der führenden Länder eigentlich, zumindest mal gewesen. Wir haben viele tausend Kilometer mittlerweile stillgelegt, aber es ist ja immer noch viel da. Also dafür sorgen, dass die Schiene konkurrenzfähig ist, das ist das Rückgrat der Verkehrswende. Da müssen wir besser werden, da können wir besser werden. Wenn wir dann noch zusätzlich andere Technologien zum Einsatz bringen können, die uns helfen können, weil der Bedarf wird einfach so immens sein. Und dann habe ich ja noch nichts gesagt über die dritte Welt, die ein nachholendes Konsumverhalten hat. Da werden wir vielleicht auch mal eine Technologie überspringen. Insofern, ja, ich freue mich drauf, ich finde das sehr spannend. Aber hier in Deutschland, glaube ich, ist das Rückgrat der Verkehrswende die Schiene. Sie kennen ja die Optik von Logistikimmobilien. Salopp gesagt sind das große, flache Boxen, die auf der grünen Wiese rumstehen und natürlich häufig auch den Unmut der Anwohner auf sich ziehen. Wir sehen da durchaus Möglichkeiten, diese Immobilien energetisch einzubinden. Beispielsweise über Solarenergiekonzepte, Abwärmekonzepte und so weiter. Würden Sie so etwas fördern oder stehen Sie dem eher kritischer gegenüber, weil es Logistikimmobilien sind? Also Dächer muss man dringend nutzen, insbesondere im Gewerbebereich. Da bieten sich immense Chancen für uns an. Sie kennen die Forderung mit einer Solarpflicht für Neubauten. Ich finde, das wäre auch ein Beitrag zu mehr Gerechtigkeit zwischen Stadt und Land, weil es ja aus der Stadt heraus manchmal den Vorwurf gibt, das Land macht die Energiewende und die Städte fühlen sich gut dabei, weil sie das dann quasi nutzen können. Das wäre eine Chance, dass wir Gewerbeflächen nutzen, die Dächer beispielsweise für die Energiewende. Also auch da, glaube ich, geht deutlich mehr. Ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns klar werden, wir sind so weit fortgeschritten in der Klimakrise, dass wir es uns eigentlich gar nicht leisten können, auf irgendeinen Bereich zu verzichten. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben und noch einen fröhlichen Tag. Jedenfalls. Danke.
Ich muss eins dazu sagen, manch einer wird sich jetzt wundern und sagen, wie kann er zugeschaltet sein und hintendran ein Roll-up vom Zier stehen. Herr Özdemir hat auch heute einen ziemlich engen Terminkalender. Wir haben ihn also nicht irgendwie versteckt in einem Nachbarraum vom Zier, sondern abgefangen zwischen zwei Terminen. Das war extrem getaktet und er hat uns es netterweise erlaubt, dass wir zwischen zwei Terminen ein Roll-up hintendran aufstellen können, damit man ihn nicht vor einem Treppengeländer abfilmt. Insofern das zur Erläuterung, damit Sie sich nicht wundern. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, steht eigentlich eine kurze Pause an von einer Stunde, die man fürs Netzwerken nutzen kann, allerdings auch, um sich selber ein bisschen energetisch aufzuladen mit einem kleinen Snack, der ist draußen im Catering-Bereich für Sie vorbereitet. Ich will Sie gleich schon informieren, Online-Community hat es da in dem Fall ein bisschen einfacher, die sitzen zu Hause und, oder im Büro und switchen einfach von einem Panel zum nächsten. Für alle diejenigen, die hier live dabei sind heute beim Tag der Logistik, gestaltet sich das wie folgt. Wir haben zwei Panels, das eine Panel wird hier stattfinden und das andere Panel in einem separaten Raum. Die Krux an dem separaten Raum ist, dass da nicht alle reinpassen. Corona-Regeln machen es nicht möglich. Deswegen haben wir einen sogenannten Public-Viewing-Raum eingerichtet, in dem Sie sich dann einfinden können. Ich will Ihnen ganz kurz, damit Sie eine Stunde Zeit haben, darüber nachzudenken, zu welchem Panel Sie gerne gehen möchten, Sie ins Bild setzen, was Sie erwartet. Das Panel Immobilienbewertung automatisierter und ökologischer Systeme in der Logistik. Das mag bei dem einen oder anderen vielleicht jetzt für Stirnrunzeln sorgen. Ich gebe Ihnen mal so ein Stichwort. Wir haben es heute schon mehrfach gehört. Strom ist ein Akzeptanzthema. Mit Energie kann man unter Umständen den Unmut der Anwohner gegenüber Logistikimmobilien ein bisschen regulieren. Wie das Ganze funktionieren soll, Licht ins Dunkel. Dafür gibt es dann ein Expertenpanel. Dr. Christian Femerling, Geschäftsführer der Investor Projektentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft. Jan Hinrich Glar, Vorsitzender Landesverband Brandenburg, der Bundesverband Windenergie. Also wir beschäftigen uns nicht nur mit den Solargeschichten und Abwärme, sondern auch mit Wind. Tobias Kastner, Head of Research bei Gabel Industrial Real Estate. Und die Moderation übernimmt Dr. Thomas Steinmüller. Sie können sich auf ein sehr spannendes Panel gefasst machen. Und dieses Panel findet im Raum Schwarzwald statt. Also Sie müssen nicht geografisch sich verändern, sondern einfach nur in den Raum Schwarzwald, es ist ausgeschildert. Dort findet das Panel statt und vorher biegt man ab in den Public Viewing Raum. Auch dort haben Sie die Möglichkeit natürlich über slido.com Ihre Fragen direkt ins Panel einzuspielen. Das zweite Panel beschäftigt sich mit einer extrem steilen These. Entweder der stationäre Handel stirbt oder er feiert eine Wiederauferstehung dank Zalando und Co. Das kann man auch als Kampfansage verstehen. Instant Delivery und Home Replenishment, urbane Mythen. Diese Frage beantworten die Experten Philipp Kannenberg, er ist Geschäftsführer der Gaxis. Das ist so ein bisschen ein Schlüsselinstrument für diese Geschichte. Dann Dr. Jan Röttgers, er ist Geschäftsführer ECE Development und Consulting und Mitglied im ZIA-Ausschuss Handel sowie Leiter des Arbeitskreises Planungs- und Baubeschleunigung, also vereint sehr viele Hüte. Und mit an Bord ebenfalls Björn Mark Paulus, er ist CEO von Pixshare. Und last but not least Carsten Hansen beim Bundesverband Paket- und Expresslogistik, Leiter für die Innenstadtlogistik. Moderiert wird das Ganze von Andreas Schumann, er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Kurier, Express, Post, Dienste e.V., also ziemlich viele Pakete auf einem Panel, aber Sie werden ein tolles Geheimnis lüften, also überlegen Sie sich mal eine Stunde, um 3:50 verteilen wir uns dann in den Räumlichkeiten, ich werde es danach nochmal erläutern, wie das Prozedere sein wird, genießen Sie das Netzwerken und die Kaffeepause und wir sehen uns 3:50 wieder. Vielen Dank.